Herzlich willkommen zurück hier bei den Atlanta Falcons Germany auf YouTube, Facebook, Twitter und Twitch. Immer live. Ja, und vor allen Dingen mit euch da draußen, mit euren Kommentaren und Fragen zur We Are Back Show. Und Sommerpause ist vorbei. Und ich bin mega happy, dass wir wieder starten können. Ich will nicht verpassen, und das machen wir gleich am Anfang, unsere Gäste, kann man ja nicht sagen, unsere Moderatoren quasi hier mit begrüßen zu dürfen. Und aus gegebenen Anlass heute, etwas anders als ihr es sonst kennt, kleine Überraschung für meine Jungs, die hier sitzen und keine Ahnung haben, was ihnen jetzt widerfährt. Aber ich begrüße hier meine vier Pokémons, und zwar Kevin Dabra aus Kiel. Bitte einmal Hallo sagen. Moin, Leute. Chris Sander aus Essen. Hallo zusammen. Kevin Fenser aus Düsseldorf. Hallo. Und last but not least, mein Lieblings-Pokémon, ja, Ananas Smeralda aus Wolfsburg. Dominik, sei gegrüßt. Boah, wie lange spielst du jetzt Pokémon Go schon? Zu lange. 5 Tage. gut, dass ich keine Ahnung davon habe. Oh, geil. Wow, okay, nimm dem Jungen bitte wieder das Handy weg. Sorry, der musste sein. Kleiner Insider. Aber ist schön, wenn man so geben ist von Pokémon-Freunden. Ich gebe euch jeden Tag ein paar Beeren und ein paar Bananen. Das wird auf jeden Fall schön. Gut, Jungs, wir sind wieder zurück. Wie geht's euch? Suppi. Gut. Suppi, wie war die Sommerpause? Kurz. Ich sehe schon. Ihr seid richtig dabei. Was ist los mit euch? Ja, noch jetzt in Sommerpausenstarre oder beginnt schon der Winterschlaf bei euch? Ach, Santo, es ist Game Week. Ich glaube, wir sind alle gespannt. Wir wollen hier einfach nur loslegen. Und unsere Zettel sind voll, beziehungsweise Bücher. Und ich bin einfach nur happy, euch viel wiederzusehen. War ja auch eine lange Zeit. War auch eine lange Zeit, da hast du wohl recht. Wir haben sehr viele Auerfragen von euch gekriegt, und bevor ich den Chat vorlese, der leider etwas zurechtgestutzt wurde, weil ich hier nochmal aus dem Backend raus musste, deswegen haben wir die ersten nicht mit drin, aber ich glaube, Mert war der erste diesmal drin, hat das auch gleich gefeiert, lesen wir auch gleich vor. Wir haben Auerfragen, wir bauen sie heute ein bisschen zusammen, quasi geschachtelt in die ganzen Bereichen mit ein, und unter anderem, und deswegen stelle ich sie gleich auch nochmal hier, ja, wie war euer Urlaub? Wir haben euch vermisst, habt ihr uns auch vermisst? Also, sagt was dazu bitte. Urlaub war, bei welcher Urlaub? Ich habe noch gar keinen Urlaub gehabt. Also wir mussten arbeiten, wir mussten ja arbeiten. Trainingsvideos angucken, Analyse betreiben, was machen die Nachbarn, was macht Santo in Berlin, geht er noch fleißig laufen oder nicht? Geht mehr jeden Donnerstag Pizza essen, man weiß es nicht. Ja, die Community ist sehr aktiv, da muss einiges auf jeden Fall gefragt werden. Es gibt dazu, was auch die Pizza angeht, eine Frage. Was war das Leckerste, was ihr während des Urlaubs bzw. der Pause gegessen habt? Schöne Frage. Können wir gleich mal am Anfang stellen? Oh, gut. Da liegt gleich einer raus. Da hat Chris auch gar keinen Bock drauf. Okay. Erstmal nichts gegessen. Abgehauen. Erstmal abgehauen. Sagt mal. Oh, das Leckerste, was ich hatte, ich würde sagen, so geteilt, aber ich hatte einen richtig leckeren Salat, musste ich sagen. Ein bisschen mit Grillgemüse und Büffelmozzarella dazu, und der hat mir wirklich, wirklich dolle gefallen. Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Das war so mein Highlight. Essen Session, ihr wisst ja, auf unserem Discord-Server haben wir einen extra angelegten Kanal. Ich glaube, das ist mit neben dem Falcons-Chat, glaube ich, der aktivste Kanal, den wir haben. Ja, also wer Kochtipps braucht oder beziehungsweise Essensvorschläge haben möchte, kommt auch alleine deswegen zu uns auf den Kanal. Und kann sich das auf jeden Fall gerne mit angucken. Kevin, bei dir noch irgendwas Leckeres gewesen? Schwierig mit zwei Kevins, ne? Wer auch immer sich angesprochen fühlt. Ich kann ja auch nochmal eure Pokémon-Namen nennen. Ja, vielleicht schreiben wir die gleich mal mit rein. Ja, komm, dann fange ich mal an. Also, ich habe immer so ein Problem, weil ich vergesse, was ich ständig esse. Aber ich hatte am,
Ich hatte am Wochenende einen schönen Garnelen mit Reis und dazu eine passende Soße und das war lecker. Exzellent. Verstehe. Chris, kannst du dich erinnern, was das Leckerste war in der Sommerpause? Die Frage beantworten wir hier aus der Ohren. Ja, natürlich. Es war definitiv nicht das Pilz, was in Duisburg ausgeschenkt wird. Ah, okay, alles klar. Kleiner Seitenhieb unter Ruhrgebietlern, kann man das sagen so? Ruhrpottlern, sagt man das so? So ungefähr, ja, richtig. So ungefähr. Also kann ich nicht empfehlen. Empfehlen konnte ich wohl die Veranstaltung von der ALF, die Rheinfeier-Spiele, konnte ich sehr empfehlen. Aber wie gesagt, das Pilz ist leider ein Abzug in der B-Note. Oh, schade eigentlich. Und Kevin, hast du schon was gesagt dazu? Ich war in Hamburg im Mamalicious. Wer da noch nicht war, unbedingt hingehen mal zum Frühstück. Da gibt es einfach geile Pancakes und Bacon und Eggs. Und oh, das ist ein Träumchen. Milchshakes. Oh, Träumchen. Wirklich. Wir kommen gleich zum Chat, was die Frage auch noch war. Was habt ihr im Urlaub gemacht? Was war euer Urlaub? Ja, wir haben uns auch ausgiebig darum gekümmert, Insta-Videos zu drehen. Deswegen auch heute die YouTube-Frage hier. Geht darum, welches Video euch am besten gefallen hat. Wer es noch nicht gesehen hat, unten in der Videobeschreibung der Linktree direkt mal auf Insta raufgehen und sich anschauen unsere letzten Videos. Das Dominik-Video ist außer Konkurrenz. Ja, ich muss sagen, auf Twitter das meistgesehene Video bei uns auf dem Kanal. Ja, über 500 Aufrufe, Dominik The Throw. Ja, das läuft ein bisschen außerhalb der Konkurrenz. Ansonsten haben wir die vier Videos I Have to Be Honest with You, der Crying Wolverine, der Live-Talk-Beginn auf Anfang September und der Disco-Boy-Dancer. Ja, gebt mal eure Stimme dazu ab, dann können wir mal gucken, was euch so gefallen hat. Und dann gehe ich mal hier durch und begrüße kurz den Chat, damit wir dann so langsam mal reingehen können in das, was in der Sommerpause passiert ist. Und zwar Alex Wurzer, hallo zusammen, endlich wieder Live-Talk. Okay, ich muss hier drauf drücken. Ach, ich habe das alles wieder vergessen, das ist ja unglaublich. So, Fatih ist mit dabei. Endlich ist es soweit. Rise up, Jungs und Mädels. Rise up, Atlanta Falcon Germany und Grüße aus Albanien. Klodovic ist mit drin aus Ulm, heute bis zum Ende. Großartig. Hier ist nochmal der Mert mit einem Hallo. Ja, Sankyo ist aus dem hohen Norden mit dabei. Herzliches Hallo in die Runde. Werde euch morgen als Podcast hören. Wollte nur Grüße loswerden. Schön, dass ihr zurück seid. Rise up aus Oslo. Großartig. Merhaba, unser Schubert-Jan. Schön, wenn die Familie zurück ist. Happy Dienstag aus Westend, Compadres. Da hat er aber alle Sprachen zusammengewürfelt. Alles komplett drin. Alles komplett drin. Ja, wir sind hier Multikulti in Berlin. Ja, wir können alles sprechen. So, ja. Unser Mischa, endlich wieder da. Exzellent, großartig. Vielen, vielen Dank. Stefan Kreuz, hallo zusammen. Finally back. Ach, ist das schön. Ich habe euch alle vermisst. Gott sei Dank seid ihr wieder da. Fatih ist richtig dabei. Ja, und auf Twitch schreibt uns Black Abahu. Grüße in die Runde. Endlich geht es wieder los. Ich hoffe, es geht allen gut. Ja, vielen Dank. Uns geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wir werden heute mal die Falcons-News vorwegstellen, damit wir so ein Update bekommen, was an Sachen Transaction, Signings, Releases, Trades beziehungsweise more passiert ist. Da können wir dann gerne auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Auerfragen haben wir jetzt nicht direkt dazu, falls uns was dazu einfällt. Aber ich referiere mal ganz kurz, was gelaufen ist in der Zeit. Ja, und zwar hatten wir, und wir fangen im Juni noch an. Ja, wir sind ja, wann sind wir raus? Am 19. Juni, glaube ich, oder? Ich glaube, das war so der letzte Tag bei uns. Ja, also waren 7 Wochen fast Sommerpause. Alter Schwede, ja, das war richtig lang. Aber wir haben unseren Panther gecuttet, ja, beziehungsweise nicht wirklich unseren Panther, aber zumindest einen Panther. Dom Maggio, ich glaube, Maggio wird er gesprochen, ja, ist rausgeschmissen worden. Dafür haben wir uns die Panther-Kanone aus Tampa geholt, ja, Bradley Pinion, ja, hat für ein Jahr unterschrieben für 1,12 Millionen. Ja, wie lange hat er gespielt bei den Buccaneers? Bisschen, glaube ich, oder? 7, 8 Jahre war der auf jeden Fall da, oder? Ich glaube, der war länger da. Gefühlte Ewigkeit. Ich glaube, ich kenne die Bucks gar nicht ohne. Also sehr lange. Okay, gut. Was haben wir noch gehabt? Eddie Goldman haben wir gesigned, natürlich von den Saints, Defensive Tackle. Eddie Goldman hat dann wenig später, ja, also erst am 6. Juli ist er gesigned worden. Am 19. Juli hat er sein Retirement vom Professional Football angekündigt. Ja, fragt man sich natürlich, was ist da passiert?
negativ gesehen, was haben die Atlanta Falcons ihm angetan? Ja, positiv kann man einfach sagen, er wollte einfach in Atlanta retiren, oder? Immer noch besser als Kiko Alonso bei den Saints. Aber ist der jetzt nicht wieder zurück? Ja, nee, der ist auch schon wieder weg. Und dann retired. Ach nein! Es hat einen Tag, sie haben ihn, wahrscheinlich hat er einmal trainiert und gesehen, na, dann noch nicht. Nee. Aber er sollte eigentlich ein Jahr unter Vertrag genommen werden, oder? War das so? Jo. Ja. Salty. Schön. Okay, wusste ich noch gar nicht. Dann haben wir unseren Safety Hawkins entlassen. Brett Hawkins. Ja. Das ist dann passiert. Arnold Ebiketti hat für 4 Jahre 8,8 Millionen seinen Vertrag unterschrieben. Desmond Ridder hat seinen Vertrag für 4 Jahre unterschrieben, 5,36 Millionen. Dann haben wir, weil Eddie Goldman retired hat am 19. Juli, am 27. Juni Darian Daniels gesigned. Wo kam der nochmal her? Der war da auch bestimmt auch irgendwie, war der nicht auch ein Bears-Spieler? Nee, das war... Sag mal den Namen, ich habe gar nicht zugehört. Darian Daniels? 49ers, glaube ich, letztes Jahr. Vikings? Meint ihr den Defense-Line-Spieler? Den Tackle? War das beides Vikings? Nein. Ja. Also für 825.000 ein Jahr, alles schön und gut, reißt sich aber im Trainingscap die Achillessehne. Bitter. Wieder Defensive Tackle weg. Sind wir wieder auf der Suche. Braden Lanius wird rausgeschmissen am 28. Juli. Ja, dafür holen wir uns einen neuen Safety, zeitgleich Henry Black, ja, unterschreibt für 895.000. Und dann kriegen wir, und wir haben dazu auch noch keine weiteren Zahlen, haben wir jetzt vor kurzem, vor zwei Tagen, glaube ich, ja, Abdullah Anderson gesigned und einen Tight End Michael Pruitt. Ist das richtig ausgesprochen? Kommt hin, oder? Ja. Michael Pruitt ist das Sahnehäubchen der Falcons Signings. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, in einem Signing sowohl Titans Connections als auch ehemaliges Bears-Mitglied in einem zu vereinen. War das der oder war das der Anderson? Ah, nee, das war der Pruitt. Doch, oder? Das war Pruitt. Das war Pruitt. Masterclass. Ja. Masterclass. Also besser geht gar nicht. Ich glaube, man kann es nur noch toppen, wenn wir einen Titans-Spieler, der für die Bears auch aufgelaufen ist, für die Falcons gespielt hat, retired hat und wieder zurückholt. Wenn wir jetzt so ein Signing machen, ja, dann ist das die Uhrklasse. Ja, aber wer es mitbekommen hat, außer Titans und Bears signen wir anscheinend nichts mehr anderes. Aber gut, so ist das. Großartig. Wir haben das erstmal so ein bisschen überschlagen. Gibt es irgendwelche Besonderheiten dazu von euch, von eurer Seite? Nicht wirklich, oder? Ja. Luis FIFA, moin, mit einem großen Schalke-Logo. Das wird den Ananas Meralda freuen. Oh, den einen freut, den anderen weniger. Den anderen weniger. Ein Facebook-User mit Servus und MultiNGX. Hallo miteinander. Großartig, es kommen noch Leute mit dazu. Fantastisch. Kommt hier rein und hört mit zu und fragt auch gerne mit. Aber kommen wir jetzt zu dem Wesentlichen, was gerade jetzt aktuell läuft. Und da wird uns Dominik jetzt einen groben Abriss geben über das Trainingscamp. Ja, wir haben viele, viele, viele Auerfragen dazu und mal gucken, wie wir sie hier eingebaut kriegen. Aber das wird jetzt ein schönes, schönes, großes Thema werden. Deswegen, Dominik, gib uns doch mal einen Überblick. Kevin werden uns auch noch mal 2 Detailberichte zu jeweils 2 Positionen geben. Aber erstmal darf anfangen der Dominik. Wunderbar. Ja, ich habe es ein bisschen komprimiert natürlich alles über die letzten Wochen. Viele von euch werden sich wahrscheinlich auch selber schon informiert haben. Und für die, die es noch nicht gemacht haben, ist es hier schön komprimiert. Ich habe es nach Positionsgruppen geordnet. Schauen wir mal rein. Ich fange mal an, ganz, ganz kurz und richtig grob nur bei den Quarterbacks, weil da hat Kevin dann gleich noch genauere Zahlen und News zu, auch wenn die Hälfte davon nicht stimmen wird. Also, hey. Bei den Quarterbacks ist es wie folgt. Beide sind relativ konstant in ihrem Spiel im Trainingscamp. Es scheint so, als hätte Mariota leicht die Nase vorn und so wirklich komplett überzeugend tut allerdings keiner davon. Aber da kommt, wie gesagt, dann gleich Kevin drauf zu. Die Running Backs, da haben wir einen klaren Starter mit Patterson, der ganz klar die Nase vorne hat.
Es bleibt allerdings abzuwarten, wie viele Snaps er wirklich letztendlich spielen will. Patterson selbst hat auch geäußert, dass er gerne weiterhin Kick returnen würde. Ihm fehlt ja noch dieser eine für den Rekord. Und das würde ihm natürlich später nach seiner Karriere helfen, Hall of Famer zu werden, wenn er Kick-Return-Rekordhalter wäre. Hinter ihm sind es dann Damien Williams und Tyler Allgeier. Beide haben so ihre Roleplays gekriegt. Keiner von beiden ist jetzt die klare Nummer zwei. Keiner sticht wirklich hervor, zeigen aber in ihren Roleplays Ansätze, dass das total super ist. Allgeier braucht natürlich erstmal die Erfahrung, kommt frisch vom College. Damien Williams ist da schon ein bisschen weiter und wird eher so ein Red Zone Threat werden. Mit Quadri Olison haben wir es so wie alle Jahre wieder. Fraglich, ob er den Kader schaffen wird. Den sehen wir dann irgendwann in Woche 8 wieder. Ne? Resigned irgendwie und dann hat auf er wieder nichts. Ein Spiel mit zwei Läufen, die wunderbar sind, richtig geil und dann war es das wieder für die Saison. Man hat jetzt noch ein bisschen versucht, Avery Williams mit einzubauen. Die Defense-Komponente von ihm, also Cornerback-Safety, ist wohl komplett gestrichen. Da haben ihn andere ganz klar den Rang abgelaufen. Er schlägt sich ganz gut als Running Back, nicht überragend. Man hat jetzt aber gesehen, dass sich so ein bisschen seine Catch-Ability herauskristallisiert und er auch als Receiver wohl seine Spielzüge kriegen könnte. Ähnlich so wie Patterson, laufen, fangen, schauen, wohin es geht. Er ist ja unser Punt-Returner und hat dann auch halt einfach Erfahrung damit, mit dem Ball zu laufen und ein bisschen was zu kreieren. O-Line, Jake Matthews, Chris Lindstrom, ich glaube, ich brauche nicht viele Worte darüber zu verlieren. Klare Starter, klar gesetzt und machen auch einfach ihr Ding. Caleb McGarry hat einen Schritt nach vorne gemacht im Run-Blocking, dort soll er sehr, sehr gut aussehen. Pass-Blocking ist immer noch sehr inkonstant bei ihm. Viele Unsicherheiten sind noch zu sehen. Aber Jermaine Ifedi, der Backup von ihm, macht ihn jetzt auch nicht große Konkurrenz. McGarry wird wohl starten. Daran müssen wir uns auch diese Saison gewöhnen. Mal schauen, ob er bis dahin auch im Pass-Blocking besser wird, konstanter wird und Mariota oder Ridder, Franks den Rücken frei halten kann. Wenn er im Passblocking wäre es aber auch besser, wenn er einen Schritt zurück macht, oder? Super Santo. Genau diese Kommentare, die habe ich 7 Wochen lang vermisst. Hey, im Runblock einen Schritt nach vorne, im Passblock einen Schritt nach hinten. Das ist doch alles gut. Ja, ja. Dann kassieren wir auch keine Strafen. Danke. Gerne ja. Doch. Center-Position, Drew Dolman und Matt Hennessy wechseln sich jeden Tag im Training ab. Beide sind nicht super konstant. Er hat hier Drew Dolman die Nase vorn, aber auch wirklich nur ein Stückchen. Zufriedenstellend ist es nicht. Das wird wohl eher eine durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Leistung über die Saison, die wir erwarten können. Alles darüber hinaus können wir uns freuen, wenn es besser wird. Mal schauen. Ich fand Hennessy nicht so schlecht letzte Saison, muss ich sagen. Aber wenn er jetzt auch keinen Schritt nach vorne macht im dritten Jahr, dann sieht es auch schwer aus für ihn in der Zukunft mit den Falcons. Größte Neuerung, das wird wahrscheinlich die meisten auch so freuen, Jalen Mayfield scheint raus zu sein aus der Starting Position. Elijah Wilkinson hat hier ganz klar die Nase vorn, nicht weil er überragend spielt und super Sachen macht auf der Left Guard Position, aber deutlich besser als Jalen Mayfield, der selbst in der Second Unit Probleme hat. Und jetzt auch mit Lower Back Issues, also im Rückenbereich, nicht wirklich mittrainieren konnte. Jetzt ist er gerade wieder im Training, aber es scheint nicht so, als würde er wirklich besser spielen als letztes Jahr. Wir kommen jetzt zur besten, wahrscheinlich besten Position in der Offense, das sind die Tight Ends. Hier haben wir eine ganz, ganz klare Rollenverteilung. Kyle Pitts, so hat es Michael Rostein ausgedrückt, ist der beste Spieler in unserem Kader. Er ist schneller als jeder Linebacker, er ist größer und kräftiger als jeder Safety. Er ist wirklich das Mismatch schlechthin, was wir kreieren können. Und wenn er nicht deutlich mehr Catches und Touchdown diese Saison haben wird und receiven wird, dann wird wahrscheinlich der Quarterback schuld sein, wer auch immer er letztendlich sein wird.
weil er hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Er ist noch mal besser im Trainingscamp unterwegs als vor einem Jahr, ist ja klar. Er hat jetzt die Erfahrung, eine Saison mit den Falcons in der NFL, jetzt kommt er ins zweite Jahr und ist ohne Wenn und Aber, das schreiben sie alle vom Falcoholic, Mike Rothstein, der beste Spieler, den wir haben momentan im Kader. Also der ist eine absolute Waffe. Hinter ihm ist so Anthony Firkser als Receiving Guy noch so mit drinne. Blocking, da sind es Parker Hesse bisher gewesen und mit Michael Pruitt wird es wohl wahrscheinlich eher so der Starter werden. Da müssen wir jetzt mal die nächsten Tage drauf schauen, die nächsten Wochen drauf schauen, wer da der Blocking-Tight-End vorrangig wird. Wir haben ja noch mit Smith unseren Fullback, der sonst auch eine Blocking-Rolle übernehmen kann. Also auf Tight-End mache ich mir nicht wirklich Sorgen. Hinzu kommt noch, dass wir Fitzpatrick haben, Rookie, schauen, wie er sich so entwickelt, wie er sich so macht im Trainingscamp. Und dann ist schon eine Überraschung mit dabei. Philippe Franks hat zwar bisher nur Second Unit Reps gekriegt, aber dort scheint er wirklich zu rasieren. Eine absolute Matchup-Waffe zu sein auf Tight End. Er ist ja auch unser QB 3, vielleicht auch 2, wir warten es mal ab. Und dadurch diese Rollenverteilung ist er einfach fast schon gesetzt im Kader. Der muss sich wirklich absolut keine Sorgen machen wahrscheinlich. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob er noch einen Step nach vorne macht. Alles schreiben jedenfalls. Es gibt auch tolle Videos, die kann man sich auf Twitter zum Beispiel anschauen. Da hat unter anderem Mike Rothstein was hochgeladen. Ich glaube, Kevin von den Falcoholics hat da auch ein schönes Ding mit drinne. Schaut es euch an, sieht überragend aus. Natürlich mit Vorsicht, wie gesagt, zu genießen. Second Unit Raps, die er kriegt. Er spielt nicht gegen unsere Jungs aus der Defense Starter, die Starter sind. Immer ein bisschen gucken. Wide Receiver, da ist jetzt bisher noch keiner ein allzu großer Faktor. Drake London zeigt natürlich sein Talent, wird vorrangig von AJ Terrell gedeckt im Trainingscamp. Das soll so ein bisschen die Competition ihm zeigen, die er haben wird in der Liga. Ist jetzt noch nicht so herausgestochen, zeigt aber immer mal wieder, dass er viel, viel Skill hat, dass er schon viel drauf hat, hat noch ein bisschen Probleme mit dem System, mit den Laufwegen, ist aber ganz normal, gerade Wide Receiver tun sich meistens ein bisschen schwerer im ersten Jahr. Klar gibt es da Ausnahmen, guckt zu den Bengals letztes Jahr oder wie auch immer, aber so ein Receiver, der braucht meistens so ein bisschen Zeit. Hier von den Receivern ansonsten am weitesten ist Olamide Zaccheaus, ist aber auch klar, er kennt das System aus dem letzten Jahr von Arthur Smith und zeigt dann natürlich seine Stärken. Bryan Edwards, wahrscheinlich zweiter Receiver, also hinter Drake London, war leider verletzt, hat jetzt im gelben Jersey gespielt, das bedeutet No Hits, wird ein bisschen ruhiger angegangen, deswegen noch schwer zu beurteilen, aber ich denke, das seht ihr wie ich, er hat letztes Jahr sehr gut gespielt bei seinem alten Team, war schon überraschend. Und ich denke, wir haben einen guten Preis gemacht. Das haben wir ja auch schon vor ein paar Wochen angesprochen, vor der Sommerpause. Ich denke, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier gut und wir können uns auf ihn freuen. Überraschung hier ist Geronimo Allison. Er scheint ein ganz gutes Trainingscamp zu haben, zeigt immer mal wieder ein bisschen was. Ein bisschen ruhiger ist es im Auden Tate und Cadderell Hodge, letzterer hiervon, wird es eher schwer haben, hat viele Drops gehabt und ist nicht so gut unterwegs. Schauen wir mal. Für Frank Darby wird es wohl eher schwer, dass er dieses Jahr den Kader schafft. Also wenn er nur ins Practice Squad kommt am Ende, sollten wir uns alle nicht wundern. Sieht nicht gut aus, hat keinen Schritt nach vorne gemacht zu letztem Jahr. Jetzt habe ich noch eine kleine Sache. Ist ein kleine Aufstellung, die ist nicht von mir, aber das habe ich heute gehört von Mike Rothstein und das fand ich sehr interessant. Und zwar, ihr vier seid jetzt mal Defense Coordinator. Unsere O-Line steht. Wir haben Marcus Mariota jetzt als mobilen Quarterback dahinter stehen. Aufgestellt sind noch Drake London als Tight End Kyle Pitts. Wir haben Bryan Edwards mit drauf als Set Receiver. Patterson hinten im Backfield und dann haben wir noch Philippe Franks oder Avery Williams aufgestellt. Einen von beiden. Wen deckt ihr wie?
Jetzt also jetzt als Aufstellung oder wen setzen wir jetzt genau gegenüber? Also ist es bei dir jetzt eine 1-zu-1 Geschichte? Nein, also worauf ich einfach hinaus will. Ihr müsst euch das vorstellen, wir haben mit Drake London und Edwards zwei klare Receiver auf dem Feld. Wir haben mit Kyle Pitts einen Tight End auf dem Feld, der sowohl blocken kann, als auch fangen kann, wahrscheinlich eher Receiver ist. Im Backfield haben wir Patterson, der laufen kann und fangen kann, also absoluter Albtraum. Und dazu stellst du entweder noch als zweiten Tight End Philippe Franks auf oder als, wenn du mit einem 21 Personnel spielst, Avery Williams noch als zusätzlichen Running Back hinten dran. Alle haben Catching Abilities. Patterson und Avery Williams haben Run Abilities noch mit dazu. Das ist ein absoluter Albtraum, den man der gegnerischen Defense zutrauen kann. Ein Defensivkoordinator, der sich das anguckt auf dem Feld, was wir für ein Personal drauf haben. Also das fand ich schon, dieser Gedankengang, den fand ich einfach total super von Mike Rothstein, weil du wirklich so dolle variieren kannst. Ist Philippe Franks zum Blocken da? Fängt da auf einmal was? Avery Williams, was macht er da im Backfield? Was macht Cordarrelle Patterson da im Backfield? Es ist wunderbar und ich glaube, das ist offensiv unsere einzige Chance, wie wir dieses Jahr vielleicht überzeugen können, eben diese Variabilität dieser vielen Spieler einzusetzen. Und ich finde, das könnt ihr euch mal als Defensivkoordinator durch den Kopf gehen lassen, das ist unheimlich schwer, da einen Weg zu finden, den richtigen Weg zu finden, alle Spieler genau zuzuordnen, wen ich wie decke. Schöner Gedanke, sorry Chris, wenn das eingespielte Team, also wenn die es schaffen im Trainingscamp mit Mariota als neuen Quarterback, sich so gut einzuspielen und die Defizite, die die O-Line hat, durch eben genau diesen Punkt, dass es eben eingespielt ist und kurze Zeitpunkte bloß da sind, um das Ganze dann abzufeuern, also nicht lange irgendwelche Sachen aufbauen müssen, könnte ich da mitgehen. Ich als Defense-Coordinator gucke mir nur die O-Line an und gucke mir da die Schwachstellen an und überlade die rechte Seite von McGarry mit zwei Leuten, setze zwei Leute auf Pits mehr oder weniger an, ja, und versuche die anderen 1-zu-1 irgendwie zu decken und habe möglicherweise dann dort meine Schwachstellen gefunden. Klar, Mariota kann auch rennen. Ja, und ist jetzt anders als Matt Ryan dahingehend nochmal eine Option. Aber Matt Ryan hat halt auf der anderen Seite viel durch seine Ruhe und durch seinen Überblick zu lesen, das dementsprechend halt auch wettgemacht. Also ja, ist schön, definitiv, krasses Personal so. Ja, auf jeden Fall kann man in Schwärmen kommen, aber ich weiß nicht, also, ob die Catching-Abilities so passen, wenn die Bälle nicht wirklich rechtzeitig rauskommen. Ja, eben. Also das alles hängt dann vom Quarterback-Pressure ab. Also ich als Defense-Koordinator würde da in erster Linie damit anfangen. Ja. Ganz einfach, du hast einen neuen Quarterback, der noch nicht klickt mit seinen Nebenleuten. Du hast eine O-Line, die an Santos beschriebener Seite recht löchrig ist. Da gibst du direkt Vollgas. Laufspiel tolerierst du. Ich sag mal, wir haben keine Running Backs à la Taylor oder so, die dich 80 Yards mal eben in einem Zug übers Feld führen. Also gehst du an den Quarterback erstmal. Genau. Also wie gesagt, das ist einfach nur mal so, das ist wirklich der Optimalfall, den ich hier einfach mal schildern wollte, letztendlich. Und ich fand das einfach einen schönen Gedankengang irgendwie, so ja, wirklich diese individuell Players zu haben, wo du nicht genau weißt, spielt er jetzt gerade Running Back, spielt er jetzt gerade Receiver, blockt er oder ist er Empfänger? Und das finde ich schon wirklich, wirklich toll. Ne? Notfalls stellst du halt Franks oder Parker Hesse oder Pruitt mit an die McGarry-Seite, ne? Hilfst so ein bisschen, unterstützt da als Blocking-Tight End. Alle drei? Alle drei, notfalls. Das Ding ist, wenn du jetzt auch noch Philippe Franks drauf hast, zum Beispiel als Tight End, er könnte ja auch noch werfen. Klar, er ist kein Gott unter den Quarterbacks zum Werfen. Ja, aber er wirft schon gut. Seine Mechanics sind schon gar nicht schlecht so, ja. Also, eben drum. Du kannst da so variabilieren. Ne? Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich finde das schon eine Herausforderung für einen Defense-Coordinator. Vor allem, wenn es mal ins Rollen kommen sollte. Ne? Da ist schon ein bisschen was mit bei. So, genug geschwärmt. Genug geschwärmt. Ganz kurz, wenn du jetzt die Offense quasi abgehakt hast, wir haben ein paar Fragen dazu. Ich würde die jetzt einfach mal dazu bauen und vielleicht kann Kevin danach nahtlos übergehen.
mit Ritter, aber dann haben wir auch dazu einige Fragen. Ich lese sie mal vor. Was haltet ihr von der Transformation von Philippe Franks vom Quarterback zum Tight End? Hat er eine Chance auf einen Roster-Platz? Was erwartet ihr von Franks auf Tight End in den Camp Highlights? Sticht er etwas raus, finde ich? Die zwei Fragen waren das. Was halten wir davon? Ist das legitim, dass wir da jetzt versuchen, ihn irgendwie neu umzustrukturieren? Haben wir so gute Quarterbacks, dass wir ihn gar nicht mehr brauchen? Ist er so schlecht als Quarterback, dass er lieber Tight End spielen will? Nutzen wir die Größe? Ja, wie groß ist er? 6'5 ist er mindestens, glaube ich, wenn nicht sogar größer. 6'6. 6'6 sogar. Ja, kann richtig schön die Gegner wegtrucken. Ja, also das hat man in den Videos gesehen. Da ist auf jeden Fall Bums dahinter. Ja, so, er wirkt ja erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen schmal, aber durch seine Quarterback-Statur, er wirkt ja erstmal nicht wie so ein bulliger Running Back, aber das, was man da gesehen hat, ja, also er kann auf jeden Fall austeilen, da willst du als Linebacker oder Safety auch nicht unbedingt dann dabei stehen. Warum machen wir das jetzt? Wollen wir die Gegner einfach nur verwirren in der Preseason, ja, mit all diesen ganzen Geschichten? Ist das vielleicht ein Thema? Ich glaube, auch in erster Linie versucht man halt zu gucken, wo seine Stärken und Schwächen sind, und ich denke mal, man hat ja klare Quarterback 1 und 2 und da wird er auch keinen Weg dran vorbeifinden. Und die, also gerade Arthur Smith hat ihn ja schon letzte Saison immer gelobt für seinen Einsatz, aber auch im Special-Team-Bereich. Und ich denke, wenn er sich gut macht, zumindest wirkt das jetzt in diesen Trainingsvideos, die man gerade beim Kevin von den Fakeaholics ja auch immer sehr gut mitverfolgen kann auf Twitter, dass er da wirklich starke Plays macht. Und warum nicht, wenn er dann, sagen wir mal, kleineres verstecktes Talent hat, eben ähnlich wie Logan Thomas von den Commanders. Warum nicht? Probierst du einfach aus über das Trainingscamp. Wenn es nicht reicht, ist auch nicht so schlimm. Aber du hast zumindest einen Spieler, der gewillt ist, um zu schulen und auch was anderes zu machen, außer seiner Stammposition. Ja. Chris, du hattest angesetzt? Ja, ich habe da halt nur so meine Bedenken, weil wir hatten ja jetzt schon so diverse Versuche anderer Teams, Quarterbacks umzuschulen zum Tight End. Es ist in der Minderzahl gut gegangen. Ja, gut, Tim Tebow musst du jetzt nicht nennen hier. Genau, ja. Ich wollte den Namen gar nicht nennen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Komplexität dieser Position Tight End oftmals unterschätzt wird. Oh, ja. Und der Sprung doch ein sehr großer ist. Klar, er macht sich gut, der Franks, im Second Team. Aber ob es dann letztendlich reicht, also gelobt worden sind immer alle vorher im Trainingslager. Aber tatsächlich dann teilgenommen am Spiel haben sie recht selten. Es ist ja Trainingscamp, es ist ja noch Preseason und natürlich hypt man das Ganze auch so ein bisschen und man sieht es natürlich immer durch die eigene Fanbrille. Wow, wie geil alles. Und gerade wir, glaube ich, müssen uns auf eine sehr, sehr ernüchternde Saison einstellen. Wir haben nämlich nachher auch eine kleine First Prediction hier zu machen. Der Coverage Sack auf Instagram hat uns eingeladen, ein paar Fragen zu beantworten, die wir auch schon beantwortet haben. Ja, aber wir machen das hier auch nochmal live für euch. Aber dementsprechend, schauen wir mal. Wir wollen die Stimmung ja nicht dämpfen. Wir sind immer positiv, ja, und wir lassen uns überraschen. Aber okay, ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Kevin, gib uns doch mal bitte einen Einblick über Quarterback 1 und 2 oder 1 und 1b oder wie würdest du das einschätzen? Oh, vorsichtig. Ja, kann ich sehr gern machen. Mein Namensvetter hat es eigentlich gerade schon angerissen. Wir haben klare 1 und 2 und eigentlich auch eine klare 3. Unangefochten bisher, muss man natürlich sagen, Marcus Mariota auf der Nummer 1, auf der 2 Ridder und auf der 3 dann Philippe Franks, der aber, wie wir gerade schon besprochen haben, vermutlich nicht so viel Quarterback spielen wird. Er hat jetzt auch kaum Snaps bisher bekommen im Training Camp. Ich glaube, heute hat er paar Snaps bekommen noch und vor ein paar Tagen nochmal. Aber da wird auch nicht viel mehr kommen. Deswegen fokussiere ich mich heute nur auf die erst zwei Quarterbacks von uns. Und zwar allgemein betrachtet kann man sagen, Mariota und Ridder sehen jetzt beide nicht so gut aus im Trainingscamp. Zwar wurde Mariota direkt am ersten Tag als klarer Starter bezeichnet und im Interview nach dem ersten Tag des Trainingcamps, aber die Lücke zwischen den beiden ist tatsächlich gar nicht so groß. Auch wird bei Mariota aktuell sehr deutlich, dass er einige Genauigkeitsprobleme hat. Also er
kann den Ball nicht vernünftig an den Receiver bringen. Und da wird spekuliert, ob es doch an den Receivern liegt oder doch an ihm. Und Tendenz geht eher Richtung Quarterback, denn das ist nicht immer irgendwie nur bei einem Receiver, sondern das passiert bei ganz vielen. Das heißt, er hat da anscheinend Probleme mit. Und was man aber sagen kann, ist, dass Mariota über die letzten 10 Tage, beziehungsweise 11, durchweg eigentlich besser aussah als Desmond Ridder. Der war halt besser im Flow, konnte schneller die Defense lesen und allgemein hatte seine Offense auch irgendwie besser vertraut, könnte man sagen. Das ist natürlich alles, was man eigentlich von einem Veteran Quarterback so erwartet. Eigentlich, man erwartet ja, dass er besser ist als Ridder. Er hat deutlich mehr Erfahrung. Er hat mit Arthur Smith, unserem Headcoach, schon zusammengearbeitet, kennt also die Offense schon zumindest besser. Wir wissen natürlich nicht, wie die sich entwickelt hat, aber zumindest sind die Grundbausteine gleich. Zu Ridder, er sah jetzt nicht deutlich schlechter aus. Also das wäre gelungen, wenn man sagt, er ist jetzt kein Quarterback 2 oder halt komplett überfordert, aber man hat schon gesehen, dass er manchmal nicht weiß, wohin mit dem Ball, also die Situation falsch einschätzt und dann doch seinen Dump-Off lieber macht. Allgemein sagt man auch, dass er viele Möglichkeiten hatte zu laufen. Also kein Receiver war offen und er hätte einfach auch die Yards nehmen können, die vor ihm liegen. Hat er aber nicht gemacht, stattdessen wirft er den Ball lieber weg. Das sind halt so Probleme, an die man zwar arbeiten kann und sollte natürlich. Ist halt aber das Problem, wenn es jetzt schon so anfängt. Entschuldigung, ich unterbreche, aber ist das nicht vielleicht auch trainertechnisch gewollt, dass man ihm sagt, ey, lauf mal bitte erstmal nicht, sondern versuch an den Mann zu kommen und wenn nicht, brech das Play ab, bevor du dich verheizt an den Linebackern? Also, das wir sind ja nicht dabei, aber das jetzt irgendwie so runterzumachen, so nach dem Motto, er fängt jetzt schon so an, vielleicht war das einfach der Trainingsaspekt, oder? Ja, natürlich, klar. Also wir sehen das natürlich nur von außen und dann auch noch über die Augen der Reporter. Aber ich meine, wenn du halt da gefühlt 10 Yards, 15 Yards frei hast, ist es schon komisch, wenn der Quarterback nicht läuft. Natürlich wissen wir nicht, ob da der Call war, ey, du sollst den Pass anbringen, nicht laufen. Kann natürlich sein. Wenn es dann so der Fall wäre, wäre es natürlich völlig in Ordnung. Es kommt halt einfach nur komisch rüber. Okay. Genau dazu eigentlich auch im Allgemeinen war das schon fast alles. Ich habe jetzt noch hier so Momente aufgeschrieben, die aufgefallen sind während der 10 Tage, beziehungsweise 11, wir haben ja heute den 11. Tag. Moment. Und zwar Tag 1 und Tag 2 waren nicht so spannend. An Tag 3, relativ interessant, hat die Defense bei Mariota und Ridder in einem Drive nicht einen Pass zugelassen. Da haben die echt gut gespielt und sehr gut gedeckt. 4 und 5 war auch nicht so spektakulär. Aber an Tag 6 sollten die Quarterbacks ihr Team bis mindestens der Field Goal Range bringen. Das haben die mit Mariota und Ridder durchgeführt. Mariota hatte kaum Probleme damit, also die sind relativ einfach bis zur Field Goal Range gekommen und haben so dem Team die Möglichkeit gegeben, das Spiel sozusagen zu gewinnen. Ridder hatte deutlich weniger Erfolg. Der wurde einmal fast gesackt und er wurf daraufhin noch fast eine Interception, was schlussendlich daraus folgt, dass die Defense ihn und das die Offense allgemein aufhalten konnte. Über Franks habe ich wenig gesagt. Das liegt aber auch daran, dass er tatsächlich kaum Snaps bekommen hat, bis auf an Tag 9 und heute an Tag 11 hat er im weißen Jersey, nicht im roten, das ist wichtig, die Snaps bekommen. Die roten Jerseys tragen die Quarterbacks, damit man weiß, dass das die Quarterbacks sind, und die weißen die Offense-Spieler. Und er trug halt weiterhin das weiße Jersey als Offensive-Spieler und das zeigt vermutlich auch einfach, dass man mit ihm rotieren will, vielleicht so Wildcard-mäßig. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon mal häufiger mit ihm probiert. Mehr oder weniger erfolgreich. Tag 10. Eher weniger. Tag 10, der lag gestern oder war gestern. Das war der erste Tag, wo Ridder deutlich besser aussah, laut Berichten, als Mariota. Der hatte nämlich einen angeblichen Fumble und eine Interception direkt hinterher, was Ridder halt nicht hatte.
Das Blatt wendet sich. Das ist wichtig zu erwähnen. Dann noch, was erwartet uns oder was könnte uns die nächsten 3 Wochen bezüglich Quarterbacks oder beziehungsweise in der Preseason erwarten? Ich persönlich erwarte viel Desmond Ridder. Ich glaube nicht, dass wir Mariota so viel sehen werden. Vielleicht ein Viertel mal ab und zu mal, aber ich glaube, man weiß schon, was man von ihm bekommt. Philippe Franks glaube ich kaum. Also kann mir nicht vorstellen, dass er da in der Hälfte spielen wird, eventuell im ersten Spiel, aber würde mich ein bisschen wundern, weil ich glaube eher, man will wissen oder herausfinden, was Ridder so in einem echten Spiel zaubern kann. Und richtig, ich erwarte eher, dass Franks Tight End eher dort ausprobieren wird. Das dazu. Wenn ich jetzt gerade auch schon die Aufmerksamkeit habe, Santos, kannst du mich mal eben ins Spotlight geben? Oh, natürlich. Sehr gerne. Natürlich. Also, ich habe ein kleines Gedicht vorbereitet. Oh. Cool. Ich bin ja privater Poet, ne? Wisst ihr alle. Private Poet. Das Gedicht heißt Desmond. Die eigene Rubrik für Kevin. The stage is yours, bitte. Danke. Desmond, du bist manchmal ziemlich ungenau, dafür aber sehr schlau. Du wirst noch alle richtig stellen und dann öffnen plötzlich alle ihre Lamellen. Dominik hat keine Ahnung, doch er bräuchte davon eine ganze Ladung. Ihn sollte man wieder in die Sommerpause schicken oder zumindest vom Discord kicken. Alles nur Spaß. Dominik, du bist schon ziemlich krass. Grandios, bravo. Dankeschön. Ja, ihr seht, die alten Fight-Vibes kommen hier wieder hoch. Ja, es wird auch sich durchziehen, glaube ich, die ganze Saison. Und wir wollen das gleich nutzen und die Auerfragen von den Leuten hier so ein bisschen mit reinnehmen. Wir haben eine von Multi-NGX, die sich quasi auch so ein bisschen wiederholt von dem, was hier viel mit drin ist. Er fragt nämlich auch, wen haltet ihr für den besseren, Mariota oder Ridder? Vielleicht dazu ein kurzes Statement von euch. Ich würde mal einfach so sagen, grundsätzlich besser würde ich jetzt keinen sehen. Mariota hat jetzt erstmal mehr Spielpraxis in den letzten Jahren gehabt in der NFL. Er weiß also, worauf er sich einlässt in Zukunft. Ridder wird vermutlich ganz gute Anlagen haben, aber das Problem ist jetzt an diesem Trainingscamp, Ridder müsste schon deutlich besser sein, um an Mariota vorbeizukommen. Du müsstest wirklich ein überzeugendes Trainingscamp spielen, um als Quarterback 2 wirklich eine relevante Chance zu haben. Und die gab es halt einfach bis jetzt nicht. Dementsprechend werden wir uns mit Mariota erstmal befassen müssen als Quarterback Nummer 1 und ich denke, er hat es eben aufgrund dieser NFL-Erfahrung auch erstmal verdient. Kann man glaube ich, so stehen lassen, oder? Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Wir haben hier erste Reaktionen, weil wir sind ja immer ein bisschen versetzt hier auf YouTube, wenn wir live gehen. Erste Reaktion zum Gedicht, ja. Mert schreibt, Kevin Goethe unter uns. Ja, es ist groß. Besser kann man es gar nicht beschreiben. Ja, sehr schönes Gedicht, Kevin von Black Abihu. Ja, also kann man nur unterstreichen. Ja, es schlummern einfach so viele unentdeckte Talente hier bei uns, bei den Atlanta Falcons Germany. Ja, kommt zu uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Discord, hier auf YouTube. Ja, ihr könnt auch gleich, wenn ihr schon dabei seid, ein Like hinterlassen, ja, die Glocke drücken, ja, und überhaupt abonnieren den Kanal, ja, schreibt auch noch fleißig Kommentare, das würde dem Algorithmus helfen, und zwar nicht im Live-Chat, sondern unter das Video, ja, also gerne ein bisschen was dazu schreiben, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, ja, was wollt ihr vielleicht beim nächsten Mal hören, sehen und so weiter und so weiter, das sind alles so Kleinigkeiten, die uns helfen, noch mehr Falcons-Fans aus dem deutschsprachigen Raum zu bekommen, wir haben aus der Österreich, aus der Schweiz auch ganz viele Zuhörer. Oslo, habt ihr gehört vorhin, ist mit dabei. Ja, das sind so, glaube ich, die
größeren Bereiche. Statistik hatten wir mal. Was war so auffällig? In Nigeria hatten wir letztens auch jemanden, oder, der zugehört hat. Ja, sehr spannend. Aber so die deutschsprachigen Raum decken wir auch schon ab. Vielleicht finden wir noch ein paar weitere Leute mit dazu. Großartig. Wir haben noch ein paar Fragen zu Ridder direkt. Glaubt ihr, Arthur Smith wird Ridder ausgiebig testen wollen? Wird er viel Spielzeit in der Preseason bekommen? Und wann übernimmt er eventuell als Starter? Ja, sowas hatten wir ja schon mal. Da setze ich vielleicht noch mal ganz kurz an. Es wird wohl, so wird kolportiert, am Freitag beim Spiel gegen Lions wahrscheinlich ein komplettes Quarter mit dem First Team gespielt. Ja, habe ich auch so gehört. Ja. So hört man. Und danach, wie schon, ich glaube, Dominik was schon erwähnt hat, wird, oder? Ich weiß nicht. Mein Alter, verzeiht mir. Dann war es Kevin, genau. Wird in erster Linie Ridder zum Einsatz kommen. So sehe ich es. Ja. Es ist ja auch. Ist ja auch so gefühlt seit 150 Jahren, ja, die erste Preseason, glaube ich, wo wir uns also wissen, also ja, okay, wir sprechen darüber, dass Mariota starten wird, aber die Jahre davor war ja klar, Matt Ryan wird der Starter sein, Punkt. Ja. Jetzt hat man so für die Preseason-Games so das Gefühl so, okay, was macht der Junge jetzt? Ja? Was kommt dabei rum? Schafft er es vielleicht zu flippen, ja, seine Position, dass er vielleicht doch Starter wird? Ja, also ich finde das recht spannend, weil das hatte man so sonst nicht. Da war dann irgendein, keine Ahnung, Rosen, ja, oder wer auch immer, der da ein bisschen irgendwas spielen durfte. Ja, aber es war eigentlich klar, mit Ryan, Week One ist drin, fertig. Ja. Wobei ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen möchte, dass ich es für unbedingt gut halte, dass wir mal ein bisschen mehr von unseren Startern sehen. Denn letztes Jahr, finde ich, ist unsere Strategie so ein bisschen in die Hose gegangen, wo wir wirklich gar niemanden haben von Anfang an anfangen lassen. Ist ja nicht nur unsere Strategie, das macht ja die NFL gerne in den letzten Jahren. Ja, und ich habe letztens auch ein Statement von Elliot gehört, von den Cowboys. Er geht davon aus, dass er in der Preseason gar nicht spielen wird. Ja, ich denke, das ist ungünstig so, ja. Also früher haben auch die Starter alle die Preseason gespielt, um reinzukommen, um in Flow zu kommen. Und jetzt haben sie das alle irgendwie Angst, dass sie sich verletzen. Ja klar, aber du kannst dich bei jedem Spielzug verletzen. Die Sache ist, ich habe nochmal die Folge gehört gegen die Philadelphia Eagles. Da habe ich das auch schon einmal gesagt gehabt, nämlich, dass ich das kritisiert habe, dass die Starter nicht gespielt haben, weil wir einen Stotterstart hatten, par excellence. Da ging ja wirklich gar nichts. Aber Arthur Smith hat ja auch schon, ich glaube, Mitte letzter Saison gesagt, das würde er so nicht nochmal machen. Er würde nächstes Mal, also diese Saison in der Preseason, viel mehr mit den Startern spielen. Was heißt viel mehr? Überhaupt mal mit den Startern spielen, um eben sowas zu vermeiden. Also wir werden das schon öfter sehen jetzt in den nächsten Wochen. Ich denke, im letzten Preseason-Game, da könnte man sich, glaube ich, schon auf eine ganze Halbzeit einstellen. Also die ersten zwei Quarter. Das ist mutig. Ja, ich gehe davon aus. Ist das bei dir, Kevin, im hohen Norden eine Taube? Es kann sein, dass hier eine Taube sitzt, ja. Die mögen das hier oben im Dachgeschoss auf jeden Fall. Das gurkt da so ein bisschen. Erwartet. Ja. Hans Haas. Ja, Möwe war einmal. Tauben sind jetzt die neuen Möwen. Geiße Scheiße. Tauben sind die neuen Möwen. Was ist denn los bei dir, Dominik? Ja, Ananas Meralda, hast du nicht mitbekommen? Kennst du doch bei mir. Was kenne ich? Das Memo ist bei mir nicht angekommen. Ja, genau. Du bist definitiv der, bei dem das Memo nicht angekommen ist. Ja, also nur kleine Anekdote aus dem Backend. Ja, da werden wir doch tatsächlich gefragt, ob letzte Woche, ob wir den Live-Talk am 2. August haben. Ja, also es war ja eindeutig klar. In jedem Interview war klar 9.8. Ja, und Dominik fragt, ob wir am 2.8. schon dabei sind. Ich war ready, ich war heiß, ey. Besser als andersrum. So. Stimmt auch wieder, aber... Also wer würde heute schon gerne faul in der Sonne liegen? Würde doch kein Mensch machen. Gab es da nicht eine Story von dir mit Comics und sowas? Ja, kann sein. Im Garten. Ja. Folgt uns für weitere wichtige News des Tages. Ja, Dinge, die das Leben nicht braucht, aber ihr bei uns erfahrt es. Nein, Spaß. Schön, dass ihr endlich zurück seid. Hier gleich mal eine Auerfrage. Ridder hat seinen Vertrag erst am 19. Juli unterschrieben. Was, spannende Frage, wenn etwas zwischen Draft und der Vertragsunterzeichnung passiert wäre? Career-Ending, Verletzung, Autounfall oder eine Krankheit? Hätte er eine Absicherung gehabt?
spannende Frage. I have no fucking idea, was ich glaube, das ist. Ich glaube, um an Trainingsbetrieb teilzunehmen, gibt es so solche Grundsicherungen irgendwie, ne, die es vor Vertrag, weil es gibt ja so garantiertes Geld, was du als so und so vielter Pick kriegst, das du kriegen musst irgendwie. Und ich glaube, das ist eine Grundsicherung, bevor die dann gesigned werden. Danach können die halt von diesem Garantierten selber hochverhandeln oder runterverhandeln, wenn sie mögen. Runterverhandeln, okay. Dominik wird nicht mein Agent, dankeschön. aber ja, ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung. Ja, spannender Case, wenn man spannend rauszubekommen. Ja, vielleicht kann Kevin, ja, wenn er die neue Rubrik bekommt, Mert hat hier eine schöne Frage gestellt. Idee für neue Rubrik: Kevin verfasst zu jedem Spiel ein Gedicht als Zusammenfassung. Ja, das wäre auf jeden Fall die neue Sektion hier quasi. Ja, vielleicht kannst du in dem Zuge gleich mal rausbekommen, ob das möglicherweise, wie das dann so abläuft. Ja, keine Ahnung. Ich verspreche nichts. Ich verspreche nichts, das stimmt wohl. Ja, kreative Köpfe brauchen ihre Zeit, weißt du. Ich saß da 2 Minuten dran, hallo? Ja, aber es war einprägsam, ja, auf den Punkt gebracht. Ziemlich, ziemlich fein. Es gibt noch eine Frage zu Ridder. Wie weit ist die Liebe zwischen Dominik und Ridder? Ich kann mich da nur wiederholen, was ich schon in vergangenen Podcasts gesagt habe. Solange er unser Quarterback ist, werde ich ihn supporten und unterstützen. Und ich bin der Letzte, der sich beschweren würde, wenn aus ihm der neue Pat Mahomes wird oder ne, sonst was. Da bin ich würde mich freuen, aber ich bin ihm kritisch gegenüber. Ich bin jedem Spieler letztendlich kritisch gegenüber, bis auf Dante Fowler. Und ich beobachte das einfach. Und momentan hat er einfach nicht die Nase vorn, das muss man einfach akzeptieren. Wenn er die Schritte nach vorne macht, umso besser. Ich glaube, Mariota hat momentan die sichere Baseline, die man kriegt von ihm in der NFL, aber Ridder das deutlich höhere Ceiling letztendlich. Also wenn er sein Potenzial ausschöpft, dann wird er klar besser sein als Mariota. Ich predikte ja, Ridder legt eine Märchenbuchkarriere bei den Falcons ähnlich wie Russell Wilson hin. Also die Wetten, also ich glaube, wenn du darauf 10 Euro wetten würdest, hättest du eine gute Quote. Also ich glaube, würdest du ordentlich Geld rauskriegen. Aber nichts ist unmöglich in der NFL, das wissen wir. Quarterbacks, die an 199 gedraftet worden sind, haben schon Super Bowls gewonnen und Quarterbacks, die an 1 gegangen sind, sind in der Versenkung verschwunden. Alles hat es alles schon gegeben. Schauen wir doch einfach mal. Lassen wir uns doch einfach überraschen und erfreuen uns an dem, was Ridder uns vielleicht irgendwann mal geben kann. Ne? Also, vielleicht. Ja. Unsere Miezekatze ist da. Ja, also ein bisschen länger schon. Entschuldigung, jetzt passt es gerade rein, Martin. Von den Panthers. Hey ho, ihr Pappnasen, da sind sie wieder, ja, mit Herzchen-Emoji, ja, einer unserer treuesten Zuschauer von den Panthers vom German Riot, beziehungsweise von der deutschen Panthers-Fan-Community. Der Schubertzian kann es nicht lassen und ein neues Signing, ein ehemaliger Spieler von uns, ja, ist zu den Browns gewechselt, ja, in Rosen we trust, ja, unser Josh, haben wir auch keine Josh, andere Wahl, ne? Haben wir auch gar keine andere Wahl, die Browns. Haben auch keine andere Wahl, genau, ist richtig. Josh Rosen hat mittlerweile, macht seinem legendären Spruch alle Ehre. Er wollte ja, wenn Tom Brady 6 Super Bowl-Ringe hat, will er ja 7 machen. Ja, er kommt diesem Versprecher, dass er in 7 Teams irgendwie gesigned wird, immer näher. Das ist mittlerweile Team Nummer 5. Ja, seit wann ist er gedraftet worden? War das 18, 19? Wann war das? Kommt es hin? Ich glaube, 18 wäre war richtig, meine ich. Ja, 18. 18 ja, so in den Dreh, oder? Ja, also 18, ja. Ja. 5 Teams in 4 Jahren. Läuft bei dir, Joshi? Ja, wir waren ja mal so, Josh, aber jetzt nicht mehr. Sorry. Ja, Thema ist durch. Hier nochmal von Mili ein, zwei
Antworten bzw. Kommentare zu dem Thema der Vielfältigkeit, die ja Dominik angesprochen hat. Ja, Mariota könnte vielleicht viel laufen, das Team ist einfach so vielfältig. Ja, das war auch nochmal ein kleiner Kommentar zu der Geschichte. Und Scorpion mit dem Statement, Dominik hat richtig Bock auf die Season. Genau, wer hat das nicht? Ja, was haben wir hier von Ismail, Matt Ismail noch? Ja, ich oute mich eben, ich dachte nämlich auch, wie Dominik, dass Fowler in der zweiten Season abgehen wird. Eieieiei, was ist los bei euch? Einfach keine Ahnung. Wahrscheinlich so abgehen wie ein Nierenstein. Ja, das, der Verdacht sei schon, der Vergleich ist, ja, das passt. Haben wir eigentlich schon die NFL-Zeit genannt gehabt? Nein, haben wir verpasst am Anfang. Es ist auch stotterig bei uns, ja, nach der Sommerpause, uns sei verziehen. Ja, wir haben nämlich noch jetzt muss ich hier mal ein bisschen wegklicken. 3 Tage, 6 Stunden, 44 Minuten, 29 Sekunden, bis die Preseason bzw. die NFL mehr oder weniger wieder losgeht. Ja, ihr könnt immer auf unserer Seite atlantafalconsgermany.com diese Uhr zusehen. Ja, ihr lasst sie einfach bei euch auf dem TV einfach laufen. So runter. Ja. Ja, und von dem her geht das in die Richtung. So. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen wegdrehen. Wir kommen noch zur Defense, Trainingscamp. Napoli, bitteschön. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Fangen wir auch hier mit dem Erfreulichen erstmal an. Unsere Secondary. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das, was ich lese über die Secondary, da geht mir das Herz einfach auf. Am allermeisten freue ich mich wirklich über Richie Grant. Was sollte das? Was wolltest du da aufmachen? Ich bin versehentlich raufgekommen. Mach weiter. Ja. Am meisten freuen mich da wirklich die Nachrichten über Richie Grant, der wirklich den größten Schritt gemacht hat einfach zu Jahr 1, zu Jahr 2. Und auch wirklich diesen Fortschritt zeigt. Ich habe es ja im Artikel geschrieben, wo ihr alle, die ganze Community, ihn bewertet hat. Und viele haben auch damals geschrieben, das weiß ich noch ganz genau, dass sie mehr von ihm erwarten, dass sie ihn noch nicht aufgegeben haben, dass er Potenzial gezeigt hat. Und dieses Potenzial scheint jetzt auch auszuschöpfen. Er wird wirklich von Tag zu Tag stärker, was man so über ihn liest. Und das ist wunderbar. Dazu Jalen Hawkins, jetzt im dritten Jahr bei uns. Die beiden könnten das Starting-Safety-Duo werden. Also wirklich zwei Spieler, die wir gedraftet haben. Also wirklich, die wir selber gesucht und gefunden haben. Und ich finde es immer geiler, wenn so eigene Rookies irgendwann Starter werden, als dass man sich die von anderen Teams irgendwo schnappt. Ich finde das einfach eine geile Geschichte. Dahinter haben wir mit Dean Marlowe und Eric Harris. Eric Harris war ja schon letztes Jahr bei uns, hat gut, konstant gespielt, würde ich sagen. Glatte 3, meiner Meinung nach. Da hast du halt wirklich richtige Vets als Backup. Also ich glaube, da kann dir nichts Besseres passieren auf der Safety-Position. Wenn du wirklich zwei gute Talente hast, die starten und hinten dran hast du ein paar Vets, die du immer mal wieder bringen kannst, falls irgendwas sein sollte. Es geht auch gleich nahtlos weiter mit den Cornerbacks. AJ Terrell, da verliere ich gar keine Worte mehr drüber. Wer jetzt ihn noch nicht auf dem Schirm hat, sorry. Madden hat's nicht, Entschuldigung. Ja, gerade so Top 10 im Spiel. Gerade so. Naja. Gerade so. Also wirklich, der hat was verpasst. Der Typ ist einfach geil. Auch eigengedrafter Spieler. Gegenüber haben wir dann Casey Hayward. Den haben wir geholt von den Raiders, nicht von den Bears. Komisch. Klingt komisch, ist aber so. Und solider Spieler, hat es über die letzten Jahre in der NFL gezeigt, macht das wirklich gut. Darren Hall macht einen guten Schritt auch im zweiten Jahr. Backup, dritter Quarterback, kann auch im Slot spielen, notfalls. Gar keine Bedenken, ist kein Starter, aber ein guter Backup, wo man keine Bauchschmerzen letztendlich haben muss. Slot, da ist es ein bisschen spannender, dadurch, dass Zaire Oliver gerade erst aus der Verletzung wiederkommt, hat er bisher nur Second Unit Raps gesehen, aber Mike Ford scheint es sehr, sehr gut zu machen im Slot. Ich glaube, von Detroit Lions, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, bei ihm, Mike Ford, macht das super. Ein Name, den man noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann, ist die Alford. Er kriegt seine Snaps im Camp, spielt solide,
wäre ein guter Backup. Also rundum Safeties und Cornerbacks, gute Starter, richtig gute bis okay Backups. Da müssen wir uns hoffentlich dreimal auf Holz geklopft diese Saison keine Sorgen machen. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Ich fange mal mit Edge-Receivern an. Da haben wir ja jetzt Lorenzo Carter und Arnold Ebiketie. Einer gedraftet, eingeholt von den Giants. Die zeigen noch nicht so den gewünschten Pressure bisher im Trainingscamp. Es ist zwar ein deutliches Upgrade zu letztem Jahr, aber da fehlt noch so eine Ecke. Wirklich Druck können die nicht entwickeln. Man ist auch bisher ein bisschen enttäuscht von Ogundeji. Der macht nämlich vom letzten Jahr hin zum zweiten Jahr nicht so den Step, den man sich erhofft hat von ihm letztendlich. Aber wer weiß, es ist Trainingscamp. Alles, was wir hier heute vorlesen, was ich vorlese, was Kevin und Kevin vorlesen, was Santo und Chris sagen, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Sowieso. Trainingscamp. Ja. Ne? Da gibt es Trainingscamp-Weltmeister, die dann im Spiel nachher nichts mehr zeigen in der NFL. Und welche, die hängen ein bisschen durch und sind nachher richtig gut. D'Angelo Malone, was man halt so erwarten kann von einem spät gedrafteten Spieler, hat hier und da so seine Roleplay-Charakter, die er so zeigt, wo er eingesetzt wird. Backup, mehr sollte man erstmal nicht von ihm erwarten dieses Jahr. Eher so ein Spieler, wo man auch im zweiten und dritten Jahr gucken muss, wo die Reise hinführt. Mittel- oder auch Inside-Linebacker, da ist ja Dion Jones, ne, wir alle haben ihn lieb, wir alle würden ihn gerne behalten, leider verletzt oder beziehungsweise gerade nach einer OP jetzt noch nicht spielbereit, der hat noch nicht mit trainiert, da können wir noch nicht zu sagen, wie er sich schlägt im Trainingscamp. Da haben wir dann Rashawn Evans und Mekhi Walker. Für Mekhi Walker ist es jetzt auch so eine Do-or-Die-Saison. Er müsste jetzt mal so langsam den Step Forward machen. Macht es wohl auch ganz anständig bisher im Trainingscamp. Aber wenn er diese Saison nicht überzeugt, dann muss man mal gucken, wohin mit ihm die Reise geht zukünftig bei den Falcons. Ne? Ich persönlich hätte richtig Bock drauf, dass er da was reißt. Er hat es ja letzte Saison immer mal wieder ansatzweise so gezeigt, wenn er auf dem Feld war, dass er es wirklich drauf hat, das Potenzial. Aber Potenzial ist eben nicht alles. Du musst es auch zeigen. Du musst es dauerhaft spielen und konstant spielen. Ja. Hier ist halt wirklich noch nicht klar, wie viel Snapsharing er mit Dion Jones betreiben wird. Rashawn Evans scheint da schon eher gesetzt zu sein als Starter und da muss man mal schauen, wie gut Dion Jones wieder reinkommt nach seiner OP und wie weit Mekhi Walker ist und dann schauen wir mal, wie das Snapsharing da sein wird. Jetzt kommen wir zu unserem Sorgenkind so ein bisschen in der Defense, das ist unsere Defensive Line. Auch viel von Ausfällen geprägt. Santo hat es schon vorhin einmal erwähnt. Vincent Taylor ist da ausgefallen mit Achillessehne. Den hatten wir gerade frisch gesigned. Bryce Rogers. Auch gerade down gegangen. Ich glaube, vor 2-3 Tagen erst. Noch ganz frisch quasi. Hier versuchen jetzt Timothy Horney und Jalen Dalton sich so ein bisschen in Position zu bringen. Anthony Rush hatte so ein bisschen die Nase vorn, ist aber auch noch verletzt oder kommt gerade wieder aus einer Verletzung. Da müssen wir mal schauen, was wir auf Nose Tackle so tun, ob wir noch nachlegen. Da möchte ich gleich einmal Jojo von unserem Discord bemitleiden. Er hatte angefragt bei Mike Rothstein, ob er sich vorstellen könnte, ob wir da unser Cap noch hin investieren. Eher nicht, kam als Antwort. Wir haben jetzt noch so, ich weiß nicht, wie es nach dem Pruitt-Signing ist. Wir hatten davor irgendwie, glaube ich, 13 Millionen noch offen an Cap-Space, wenn ich nicht ganz verkehrt bin. Und Mike Rothstein hat das so mit den Worten abgetan, you need some for rainy days. Also falls wirklich noch irgendwas passiert, jetzt im Trainingscamp jemand sich verletzt und du so ein Signing brauchst, um nachzulegen, so ein bisschen Cap-Space behält man sich wohl immer vor. Auch Bernd von unserem Server kriegt kein O-Liner, da hat er dieselbe Antwort gekriegt von Mike Rossi. Ne? Zwei Watschen abgeholt, großartig. Ja. Also hier hatte Rush die Nase vorn, Jalen Dalton und Timothy Horney streiten sich nicht drum, wir haben auch noch Tyquan Graham, unseren Pick von letzten Jahr, ich glaube 5. Runde, wenn ich mich recht entsinne vom letzten Jahr. Schauen wir mal, wie er sich so entwickelt.
Marlon Davidson. Ach, hat richtig, auch eine wichtige, den haben wir ja auch noch. Ja, hat auch eine wichtige Saison vor sich. So ähnlich wie Michael Walker, so ein bisschen do or die. Oft verletzt, konnte in den letzten Jahren, also seitdem er eigentlich gedraftet wurde, nicht so wirklich spielen. Immer mal wieder, dann war er wieder verletzt, konnte wieder ein bisschen spielen. Auch für ihn die Saison wegweisend. Gucken, wo die Reise hingeht. Sein Potenzial ist da, aber er konnte es halt noch nicht ausspielen, ne, gemessen an dem. Hier wartet Derek Tangelo vielleicht hinter, da sagt aber Kevin gleich noch ein paar Worte mehr zu. Und ja, der Einzige, der wohl erhaben ist, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, so wirklich, Grady Jarrett. Klar, muss auch ein bisschen besser werden als letzte Saison, aber hatte auch nicht die Hilfe. Ne? Teilweise 3 O-Liner auf ihn drauf, jeder kennt, glaube ich, die Bilder. Oder sein, wo er seinen Mick hatte an dem Spieltag und meinte, er deckt dir noch jemand anderen außer mir, so in etwa. Ne? Also da brauchen wir wirklich den Input, da in der D-Line Hilfe, auch von den Edge-Rushern, Lorenzo Carter, Arnold Ebiketti. Schauen wir mal, ob die den Schritt nach vorne noch machen. Bisher sieht es nicht so gut aus, was wir mit Druck haben. Also O-Line, D-Line, das sind so unsere Stellen, Schwachstellen im Kader. Und schauen wir mal, was wir noch kriegen in den nächsten 3 Wochen. Kevin hat es richtig gesagt, die nächsten 3 Wochen, die werden wichtig sein. Da werden viele Positionen nochmal entschieden. Die Preseason-Game kommen, da wird viel rumprobiert, viel ausprobiert. Schauen wir mal, ob wir nicht nur Trainingsweltmeister haben, sondern auch welche, die im Spiel dann ihr Potenzial zeigen. Und wir halten euch auf dem Laufenden, Leute. Ne? Jede Woche gibt es von uns ein Update, eine kleine Zusammenfassung. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ich bin gespannt, was jetzt Kevin noch zu sagen hat zu Derek. Ich schiebe mal noch mal ganz kurz eine Anmerkung rein. Im Trainingslager gab es auch eine wunderschöne Übungsform, Defense Line gegen Offense Line. Und da durfte unter anderem Chris Lindstrom gegen Grady Jarrett antreten. Und das waren dann wohl exquisite Duelle bei Topspielern auf ihren jeweiligen Positionen. Und das ist dann 1-1, soweit ich weiß, erstmal ausgegangen. Also beide haben erstmal ein Duell gewonnen. Muss wohl großen Anklang gefunden haben, die Übungsform. Dass Lindstrom es kann, wissen wir. Die anderen bitte einmal einen Schritt nach vorne, zumindest beim Runblock. Gut, ja, großartig. Danke, Dominik. Jetzt hat Kevin noch ein kleines Sahnehäubchen. Ja, ja, ein kleines. Die Kirsche. Eine kleine Kirsche. Der gute Derek Tangelo, ehemaliger Penn State Nittany Lion. Das wird natürlich Dominik extrem freuen. Er hat natürlich als undrafted Free Agent erstmal nach, ja gut, ne, ist ja klar, ist auch Trainingscamp, erstmal gucken, was er kann. Und dann kamen auf einmal diese One-on-One-Drills, die gefilmt worden sind. Da habe ich mir gedacht, was, wer nimmt denn da diesen Jalen Mayfield so komplett aus dem Leben? Gut, okay, ist Jalen Mayfield. Ja, okay, ich weiß, Erwartung bremsen. Aber, und dann habe ich so gesehen, das ist ja Tangelo. Und dann kam nochmal ein Video gegen unseren Center Duel Dorman und ich dachte so, das ist aber kein Zufall mehr, dass der gute Boy da zweimal die erstmal hops nimmt. Und der scheint da das ganz gut zu machen. Wie Dominik schon meinte, das ist Druck auf jeden Fall für Marlon Davidson, der gucken muss, dass er vielleicht nicht Sorge den Rang abgelaufen kriegt. Denn Tangelo ist ja sowieso eher ein kleiner Pass-Rush-Specialist, sage ich jetzt mal. Ist ja auch ein kleinerer Defensive Tackle. 6'2", 2'96", jetzt nicht der größte, aber für eine 3-4-Defense, so als 3- oder 5-Technik, sehr gut geeignet. Und das, was er im Trainingscamp zeigt, hat mich sehr überzeugt. Hab da nochmal ein bisschen nachguckt, auch seine Grades waren immer sehr gut. In den 70ern auf jeden Fall drin, letztes Jahr mit einer 69, okay. Aber sehr, sehr solide gegradet im Rush-Score, das ist ja für die Falcons mittlerweile auch sehr wichtig. Da hat er mit einer 7,4, glaube ich, abgeschnitten. Sehr explosiver Typ. Und das siehst du eben auch an diesem First Step, den er hat im Pass Rush. Finde ich sehr, sehr überzeugend. Mal gucken. Also ich meine, letztendlich ist es ein undrafted Free Agent. Und wenn er das zu einem Rotationsspieler schafft, boah, bin ich voll für. Finde ich sehr, sehr gut. Noch ein Penn State Spieler bei uns. Ja, dann können wir uns auch bald auch die Penn State Falcons nennen. Ja.
Aber nein, also freut mich auch immer wieder, wenn jemand, den man gar nicht auf dem Radar hatte, im Trainingscamp schon mal zeigt, was er kann. Umso gespannter auf jeden Fall, dann Freitag auf Samstag 0 Uhr ist ja das erste Spiel von uns. Bin ich gespannt, ich werde ihn sehr, sehr genau angucken, gucken, was er da macht. Wenn er da überzeugt, dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber den Namen könnte man sich auf jeden Fall mal merken erstmal. Tango Tangelo oder Tango, so ähnlich. Tango Tangelo. Tango Tangelo. Oder einfach nur Derek. Oder was? Derek, einfach nur Derek. 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 Gab es nicht mal einen Kommissar, Derek? Mm. Ja, genau. Für alle die, die jenseits der 40 sind, wissen, was gemeint ist. Ja, ihr Frischgemüse, ja, ihr anderes Frischgemüse hier, ja, könnt ihr nicht mitreden. Spaß beiseite. Großartig. Eine abschließende Frage zum Thema Trainingscamp. Kriegen wir vielleicht auch schnell beantwortet. Von wem seid ihr bis jetzt am meisten überrascht im Trainingscamp? Vielleicht positiv wie negativ? Dominik hat es ja schon ein bisschen rausgearbeitet. Vielleicht haben die anderen außer Richie Grant und Jalen Mayfield vielleicht noch andere Namen, die sie besonders feiern würden oder auch nicht feiern. Ich glaube, ich würde Philippe Franks reinwerfen. Also der hat mich überrascht auf jeden Fall. Also die Videos und Berichte, die man lesen konnte und sehen konnte, waren ganz geil. Also hat mich tatsächlich überrascht, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass er dann doch so gut performt. Schön, Philippe Franks. Negativ würde ich gerne Darby in den Raum werfen. Ich bin stimmt. Schon, also man darf das immer nicht so hart sehen. Er ist ein 6-Runden-Pick oder so gewesen oder 7., glaube ich sogar. 7. Ja. Ja, natürlich immer, aber irgendwie es ist immer so schade, wenn dann so gar kein Step nach vorne gemacht wird, irgendwie im zweiten Jahr. Ich weiß nicht, vor allem, weil ich ihn auch so gerne habe. Ich glaube, jeder hat ihn gerne. Ne? Ja, ist so. Man würde sich das einfach wünschen, dass so ein Spieler, der so einen geilen Charakter hat, anscheinend aus der Ferne betrachtet, es ins Team schafft, aber er scheint wirklich vor allem kein Spielverständnis zu haben. Das ist das Schlimme, ja. Er hat ja den Körper und alles und die Abilities, aber er hat das Spielverständnis einfach nicht und das ist schade. Wäre es eine Idee, jetzt mal sehr theoretisch in den Raum geworfen, wenn es Darby nicht schaffen sollte in den Kader und möglicherweise auch knapp am Practice Squad vorbeirauscht, gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, dass er als Freddy Falcon bei den Falcons bleibt? Hey! Da brauchst du nicht so viel Spielverständnis und ich glaube, die Position, die füllt er richtig mit Leben, oder? Wobei, mal abgesehen davon, von dem scherzhaften Gedanken, ich wirklich auf den Depth-Chart dann bei den Wide Receivern gespannt bin, weil ich sehe da nichts in Stein gemeißelt und das ist für mich unheimlich spannend, weil da so viele Spieler auf demselben Niveau ungefähr gehandelt werden und da kann uns noch einiges überraschen. Ich glaube auch zum Beispiel, dass so ein Geronimo Allison durchaus für mich das Potenzial hat, noch weiter nach vorne zu rücken. Wir sind gespannt. Freitag 0 Uhr, sagtet ihr? War Freitag 0 Uhr, oder? Also von Freitag auf Samstag, wie Kevin richtigerweise gesagt hat. Ne? Sehr schön. Wir werden mit Sicherheit wieder einen Watch-Channel und einen Audio-Channel auf dem Discord haben und dabei fleißig mit kommentieren oder zuhören, was so gesprochen wird. Also auch in diesem Sinne gerne eingeladen bei uns auf dem Discord-Server. Auch Falcons Fremde, in Anführungsstrichen, dürfen gerne zu uns kommen. Wir sind da völlig entspannt und haben einfach alle gern, die Bock auf Football haben und auf positiven Austausch. Also von daher alle gerne eingeladen. Den Linktree, wie gesagt, unten bei uns in der Videobeschreibung. Gehen wir mal eins weiter. Trainingscamp, packen wir jetzt mal einen Deckel drauf. Da wird noch ein bisschen was passieren. Wie gesagt, Preseason-Game jetzt diesen Freitag Nacht. Gehen wir mal zu einer Einladung, die wir bekommen haben vom Coverage-Sack. Ja, Coverage.sack. Ja, fleißige Jungs auf Instagram. Darf man hier gerne mal sagen, dass ihr denen auch gerne mal folgen könnt. Ja, wenn ihr bei uns auch schon wart, ja, dann sucht auch mal nach denen. Die sind sehr, sehr fleißig dabei, was die gesamte NFL angeht. Immer recht schnell auch mit den News in ihren Stories. Ja, erwähnen uns auch immer gerne bei Falcons News. Also da ist
eine schöne Sache mit dabei. Deswegen danke schon mal dafür eure Arbeit. Ja, und die haben uns gebeten, quasi eine gewisse Art von Prediction abzugeben. Das hatten wir letztes Jahr schon. Und das haben wir natürlich auch gerne wieder gemacht und werden wir auch dieses Jahr gerne tun. Wir gehen das mal durch und notieren uns mal so ein bisschen das, was wir aufgeschrieben haben, um dann mal nach der Saison zu vergleichen. Ich glaube, im letzten Jahr waren wir ziemlich gut, also wir haben, glaube ich, genau getroffen gehabt, oder? Die Win-Losing-Prediction haben wir, glaube ich, ganz genau getroffen. Ja. Ja, mit 7 Siegen. Wie ist denn die Record-Prediction für dieses Jahr? Ja. Footballerei hat gestern übrigens die NFC South durchgesprochen. Ich habe es nicht gehört, nicht gesehen. Ich habe nur auf den Stories gesehen heute, dass sie ihre Standings mit eingebracht haben. 2, 3 und 5 Siegen wurden uns prophezeit. Remo, ja, mein lieber Freund Remo hier aus Berlin, kommst du das nächste Mal in die Wilma? Ja, möchte ich das nochmal durchsprechen, das mit den 2 Wins. Aber ansonsten alles gut. Jeder hat seine freie Meinung. Ja, schöne Grüße gehen raus an Remo. Nein, was haben wir für eine Record Prediction? 7-10, wie letztes Jahr. 7-10? Alter, wow. 7-10. Ja. 7-10. Was hat er gegessen heute Morgen? Ja, wow. 7-10 für... 7-10. Ich glaube, der Kader ist besser als letztes Jahr. Auch wenn jetzt viele sagen, der Schedule ist schwerer. Ist, jedes Team startet eh bei 0, meiner Meinung nach. Von daher. Wurscht, ja, und unser Kader, ich finde, er ist besser. So. Hm. Auch, dass Matt Ryan weg ist und eigentlich die Versicherung für... Weil der macht eh einen MVP. So. So. So? So? Ja. Ja. Okay, 7-10 einmal. Was sagt Dominik? 4-13. Ist bei 4 Siegen. Chris? Es tut mir leid, ich bin auch bei 4-13. Ein herzliches Galaxy TV, ein herzliches Rise Up von der Insel Usedom. Bin das erste Mal live dabei. Was haben wir diese Season eigentlich für Chancen? Kevin, du darfst das quasi dann abschließen. Ich tue mich ein bisschen schwer, aber ich sage einfach mal 5-12. Du bist bei 5. Hm. Also ich bin auch eher Fraktion 4. Ja, von daher 7 sehe ich noch nicht. Ja, lass mich gerne positiv überraschen, aber ich glaube, dass es noch nicht wirklich klickt zwischen Mariota und Co. Mhm. Von daher, wenn es gut läuft, haben wir 4 Siege. Ja, so. Übrigens habe ich letztens bei PFF nochmal den Draft-Simulator angemacht. Ja, wir sind immer noch straight der erste Pick, ja, bei PFF. Mock-Draft-Simulator suchen. Ja, sure. Also, na gut, also worauf wollen wir uns einigen? Wenn wir 4, 5 und 7 haben, müssten wir wahrscheinlich von der Gewichtung her auf 4,5 gehen. Machen wir 5. Machen wir 5? Ja, guck mal, jetzt hätte es gewusst. Das machen wir. Und nachher wird 7. Nachher wird 4. Was ist 5-12, wa? 5-12. Ja. Genau. Tabellenplatz in der Division? Vierter. Ah, oh, ja, doch, ja, doch. Also hätten die Panthers scheiß Mayfield nicht geholt, dann wären wir noch vor denen, aber so. Ja, ja, sehe ich auch. Meinst du, es klickt? Ja, ja. Der ist einfach auch vollkommen unterschätzt. Sowieso. Finde ich auch. Ich wundere mich immer, Maker, dass alle cool. So. Maker ist cool. Definitiv. Ja. Ich hätte ihn auch genommen. Ja. Ich nicht. Ja. Genommen hätte also, ich ihn auch. Ja. Kommen wir ja gleich nochmal zu den NFC South, nimmst ein bisschen eingehen darauf. Ja. Was sagen wir, 4 oder 3? 4, wa? 4. 4. Ja. 4. Immerhin, Vierter, hallo? Hey, nicht Letzter, aber Vierter. So muss man es einfach sagen. Playoffs, ja oder nein? Nein? Gut. Geht schnell? Ja. Ja? Stellt jetzt das Team, was jemals die Playoffs geschafft hat. Das Schlechteste war, glaube ich, war das eine 7-9 damals von den Seahawks? War das damals das Schlechteste, wie die reingekommen sind mit 7-9? 7-7? Das sollte verboten werden. Sollte verboten werden. Bester Offense-Spieler. Kalpitz. Ja, gar keine Frage. Ja, hätte ich auch gesagt. Oder Lindström? Ich glaube, also wenn man das so hört, alles mit dem Trainingscamp und so, ich glaube, Pitts wird rasieren. Wenn er gut eingesetzt wird, liegt ja auch ein bisschen an den Quarterbacks.
dann kann der Weg nur über Pitts gehen. Also wenn die ihn wieder doppeln, so viel, ich meine, das hat ja auch letztes Jahr nichts gebracht, war aber Matt Ryan, ja, muss man dazu sagen. Ja, also ich rechne ihm da sehr viel an und da wird man eben gucken, was jetzt auch passiert. Macht er 1500 Yards in seinem zweiten Jahr? Letztes Jahr hatten wir auch keinen Receiver um ihn herum. Ist einfach so. Sicher. Also ich sag mal, er macht viele gute Catches, aber ob es tatsächlich numerisch dann zu den weit über 1000 reicht, wage ich zu bezweifeln, einfach durch die Situation. Einfach mal ja sagen. Einfach mal ja sagen. Also über 1000. 1500. Knapp über 1000 bin ich dabei, ja. Touchdowns wären es auch schön. Die hat er ja selber gesagt, die will er vermehren diese Saison. Ja, also auch einer ist ihm zu wenig. Ist nicht schwer. Aber gut. Bester Defense-Spieler? Terrell. Naja. Ah, Oh ja. Jetzt schon. Ja. Wir machen einfach mal zwischendurch. Selbsterklärend, AJ. Ja, bester Spieler, Cornerback aller Zeiten. In the Universe. Breakout Player. Wer macht das Breakout? Richard. Ricardo? Richard? Also, hopefully. Hopefully. Das, was man gesehen hat, wirklich, der konnte sogar Pits covern. Ja, das ist echt sehr gut aus. Ja, ist für ein Safety, muss man wirklich sagen, ja, Hut ab ist nicht so dein bestes Skillset als Safety. Also klar, kann man auch gut machen und gut trainieren. Andere Sachen sind eigentlich höher im Kommen bei oder zu werten bei Safeties. Das hat mir auch echt sehr gut gefallen. Also Richard, nehmen wir mal mit rein. Rookie of the Year. Wird naturgemäß London werden, denke ich mal. Einfach, weil er dann auch numerisch mehr angespielt wird, meinst du? Ja. Ich hoffe natürlich auf Abby Cady, weil er total eskaliert und uns 10 plus 6 macht. Oh. Aber da hört man ja noch nichts Gutes leider. Noch nicht. Oh. Wer weiß, vielleicht steigert er sich noch. Troy Anderson? Fragezeichen. Der wird dieses Jahr vielleicht Mitte der Saison irgendwie, aber ich glaube, der ist noch nicht. Der ist noch nicht ready. Weit. Na gut. Also Kevin sagt Ridder. Klar, im Herzen. Im Herzen. Erwartungen an die Saison, Wünsche für die Saison. Ein Satz. Kurz und knapp. Aggressivere Defense spielen. Oh ja. Yeah. Dean Pease hat ja gesagt, 60% hat er letztes Jahr bloß gespielt, jetzt dieses Jahr wird alles geöffnet. So ungefähr, richtig? Yes. Jetzt gehen die Schotten auf, die Schotten nicht, die Schotten. die Tore werden quasi aufgemacht. Ja, jetzt geht's richtig los, oder? Er bläst das Horn Gondors quasi. Eieiei, apropos, mein Wunsch, wenn jemand von wegen Peace unbedingt mal seine PKs angucken aus dem Camp. Gold. Da schmilzt man ja dahin, wenn man sowas hört. Der Typ ist geil. Ja. Geiler Typ. Okay, genau. Hoffentlich verlängert er. Ist ja sein letztes Jahr jetzt offiziell, oder? Ja. Ja, also mein Wunsch wäre, oder Erwartung, Hoffnung für die nächste Saison halt, dass die Second-Year-Spieler den Schritt nach vorne machen, alle. Ja, das wäre mein Wunsch. Mhm. Das kriegen wir bestimmt gut hin. So, zwei, drei Fragen habe ich hier auch noch dazu. Wer im Falcons-Roster ist diese Saison der Game-Changer, der Joker, der den Falcons hilft, eine bessere Saison als die letzte zu spielen? Da hätte ich einen Wunsch außerhalb der Reihe einmal gehört. Wilkinson. Mhm. Das wäre eine wirkliche Hilfe, wenn der sich zu einem vollwertigen NFL-O-Liner entwickelt. Kein schlechter Call. Kann man mit leben? Ja. Schön. Welcher Falcons-Spieler wird dieses Jahr seinen großen Durchbruch haben und so richtig zeigen, was in ihm steckt? Jetzt mal von Wilkinson weg. Weiß nicht, kann man das letztes Jahr von Pitts schon behaupten, dass er seinen großen Durchbruch hatte? Oh. Also, das haben wir so richtig, hat er letztes Jahr so richtig gezeigt, was in ihm steckt? Nur angeteasert, würde ich sagen. Oder? Ja. Ja. So. Deswegen, also,
Können wir da Pits wirklich? Also ich sag nur, und ihr werdet es noch in Erinnerung haben, der One-Hander in London. Oha. Ja, ich glaube, wir alleine haben den Block beben lassen. Das war krass. Ja. Das war neben The Throw eines der krassesten Momente in London. Nee, das war der krasseste. Da gebe ich alles an Pits. Chapeau. Und das Chapeau. 2 Meter Luftlinie vor unseren Augen. Es kursieren ja Gerüchte, ja, auf unserem Discord-Server, dass Felipe Franks aufgrund dessen, dass er Dominik hat werfen sehen, irgendwie auf Tided umgeschult hat. Ja, wir kursieren da so gewisse Gerüchte. Ja, aber gut. Auch das findet ihr auf Instagram, ja, in unserem Reel, außer Konkurrenz. Ja, und wir können vielleicht mal auflösen, ja, die Umfrage beenden. Welches Reel, welches Interview euch am besten gefallen hat. 18% auf Nummer 1. Der Live-Talk-Beginn wird auf Anfang September gesetzt. Der kleine Joke, quasi letzter Platz zusammen mit dem Crying Wolverine. Ja, Disco Boy Dancer mit 27% an Nummer 2. Und am tollsten fanden alle die hübsche Frau, die gesagt hat, I have to be honest with you. Ja, ich glaube, es liegt nicht an der Frau. Ich glaube nicht, dass es an der Frau liegt. Okay. Nur, ja. Also, ja. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte angucken. Ja, sie wie sagt man, ihr öffnet ihr Herz und gibt quasi an, warum und was sie eigentlich den ganzen Tag denkt. Ja, es kann nur eine Sache geben. Ja, Atlanta Falcons Germany, unbedingt mal anschauen. Danke, dass ihr da unbedingt mitgemacht habt. Unbedingt bis zum Ende, Leute. Unbedingt nicht. Kannst du nur sagen. Also, unbedingt ich sag nicht. Mal so, ein erfahrener Marvel-Filmgucker, es gibt eine End-Credit-Cut-Scene. Oh ja. End-Credit-Cut-Scene. Okay. Würde ich so unterschreiben. Ja, stimmt, ja, das passiert ja mal da. Richtig, hast du recht. Ja, also, gerne vorbeigehen, schauen. Uns folgen, liken, ihr wisst, das ganze Programm. Eine Frage noch zu der Thematik und dann sind wir bei der NFC South. Nettes Szenario, ja, witzige Frage. Ihr seid First-Round-Pick in der NFL und habt euren Vertrag unterschrieben. Welches Auto kauft ihr euch? Gern auch warum, wenn das jemand ausführen möchte. Also, wir gehen mal davon aus, dass wir so richtig, ja, nur auf die Kohle geschielt haben und jetzt so richtig alles rausprassen. Was für ein Auto? Dodge Charger RT 1969er Baujahr. Boah, ich feiere diese alten Ami-Muscle-Cars, ne? Kann mir keiner sagen, was er will. Die haben noch Herz. Nicht so ein neumodisches Auto da. So ein riesen altes Ding. Ja, so ein Camaro. Ja, so ein matt-schwarzes Ding, der rührt auch noch an der Ampel, der schüttelt dich selber durch. Ja. So ein will ich. Das ist jetzt alles utopisch. Ja, wir wissen vor dem Hintergrund, dass Benzinpreise wieder hochgehen können und möglicherweise Energie teuer zu stehen kommt. Ist das alles nur hypothetisch in einer schönen Welt, wo alles gut läuft. Richtig? Dominik? Ich muss sagen, ich bin ja leider nicht so ein Auto-Fan. Ich habe gar kein Traumauto. Ich habe da gar keine Wünsche. Für mich ist das ein Gebrauchsgegenstand, ein Auto. Also vielleicht am ehesten, was ich mir vorstellen könnte, so als Liebhaberstück wäre so ein DeLorean, aber ansonsten hat er auch Fan auf Autos. Auch gerne einfach nur fahren. Einfach nur fahren. Kevin? Ich glaube, ich gehe genau in die andere Richtung. Ich glaube, ich würde mir so ein Tesla Model S holen. Diesen Panzer? Nee, das ist der ganz, ganz schnelle von denen. Haben die da nicht so einen Panzer jetzt? Heißt der nicht Model S? Nee, welcher ist denn der Panzer, dieser neue, der da kommt? Der so aussieht, der noch Panzer. Kommt, du meinst, glaube ich, diesen Cybertruck? Heißt der so? Der so kantig ist und halt mal aussieht wie so ein Truck. Ja, das ist der Cybertruck. Aber ich meine Model S, also die Menschen, die sich mit Autos auskennen, die werden wissen, was gemeint ist. Umweltbewusst, Elektro. Klar. Einer muss meinen Benziner ja irgendwie aushalten, den V8, den ich da anschmeiße an der Arme. Also ich muss auch sagen, ich kenne mich nicht aus, also ich habe mit Autos auch überhaupt gar nichts am Hut. Ich weiß mal, dass ich früher, ja, vor 20 Jahren, lange, lange Zeit von so einem Alfa Romeo, ich glaube Giulietta war das. Ja, das ist dieser kleine, Spider. Spider, glaube ich. Oh, ich habe keine Ahnung. Dieser kleine Mini-Zweisitzer-Cabrio, ja, der so ein bisschen langgezogen ist.
Wisst ihr, was ich meine? Ja, so einen schönen Rot. Ja, mit so Holzlenkrad. Ich weiß, wie ein Golf aussieht. Wow. Ich frage mich, wieso. Der Wolfsburger. Ja, da fahren, glaube ich, auch nur, da dürfen nur Golfs fahren, oder? In Wolfsburg? Ja, kann ich so bestätigen. Komm mal nach Wolfsburg. Wenn du hier was anderes als ein VW fährst, dann bist du Exot. Kann man ja gar nicht sagen. Du darfst ja gar nicht mehr in die Stadt rein als Außenstehender. Ach, das war auch nicht. Das stimmt. Ja. Man wird meistens eingekesselt. Parken soll sehr einfach sein in Wolfsburg, habe ich gehört. Ja, es gibt nur Parkhäfen. Ja, ist nicht wie in anderen Städten. Also Wolfsburg Parkparadies. Das ist wirklich Wahnsinn. Für Dominik gibt es ein Fiat Cinquecento. Richtig so. Ja, so eine richtige schöne Sardine. Ja, why not, ey. Komme ich auch mit. Mit gratis Michael Schumacher auf dem Armaturen. Sehr gut. Bin ich sogar noch gefahren. Also den alten. Gibt ja jetzt diesen neuen. Ja, diese Knutschkugel da. Gibt ja noch einen alten. Bin ich auch schon mal gefahren. Gut, sehr schön. Achso, eine Frage war hier noch, ich will sie nicht auslassen. Und dann haben wir wirklich das Thema dahingehend besiegelt. Interessante Frage, werden wir wahrscheinlich gar nicht so richtig beantworten können. Aber ich will sie zumindest genannt haben. Wie würdet ihr die Falcons-Fans und allgemein die Menschen in Atlanta beschreiben? Ja, wir wohnen sehr weit weg von Atlanta. Also damit weg, Menschen Auge in Auge zu kommen, schwer. Schwer. Also ich habe auch vor 3 Jahren in Atlanta nicht so viel mit denen insgesamt zu tun gehabt, so als Touri. Schwierig zu sagen. Also ich kann es nicht sagen. Müsste man wahrscheinlich Leute fragen. Und ich weiß, auf Facebook sind auf jeden Fall welche, die dort gelebt haben. Die müsste man vielleicht mal fragen. Ja, Empty weiß ich, dass der da war. Der könnte auf jeden Fall mehr dazu preisgeben. Also ich sag mal, angesichts der politischen Ausrichtung könnte man vielleicht sagen, offen und zugewandt, was ja in den USA nicht überall gleichermaßen vorhanden ist. Da versucht es Chris mit dem politischen Grafen. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Ja, okay. Ja, schwierige Frage. Schwierig zu beantworten. Vielleicht, ja, es soll ja Jungs geben, die dieses Jahr nach Atlanta fliegen. Vielleicht kann man dann mehr sagen. Ja, mal sehen. Was sagt Mert hier noch? Ich würde mir einen Ferrari Testarossa holen. Oh ja, der rote Kopf. Aber der alte, ne? Also wirklich dieser alte mit den Scheinwerfern, die noch so rausgehen aus der Motorhaube. Das ist sowas cool. Schönes. Ach ja, kann man ins Schwärmen kommen. NFC South. Ganz kurz mit den Panthers anfangen. Ja. Chris, willst du was dazu sagen? Ich habe nämlich auch Zahlen dazu, aber vielleicht hast du die auch im Kopf. Ja, im Prinzip eine Kleinigkeit. Also Baker Mayfield hat ja, wie wir jetzt alle schon wissen, bei den Panthers unterschrieben. Wenn ich mich nicht getäuscht habe, bekommen die Panthers im ersten Jahr quasi für ein Schnäppchen für 5 Millionen und 10,5 Millionen steuern die Browns bei, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Ja, und der verzichtet wohl auch auf 3,5 Millionen Base Salary. Genau. Irgendwie sowas. Und es ist für mich ein Spieler, der zu respektieren ist, ganz klar. Angst würde ich jetzt nicht vor ihm haben wollen, aber Respekt bekommt er für seine Leistung, die er in Cleveland gezeigt hat, allemal. Und wird sicherlich auch eine gute Rolle da spielen, denke ich schon. Ansonsten ruht da still der See, sage ich mal. Wir haben im Training, die haben natürlich auch gerade ihr Trainingslager laufen. Da wird dann auch schon mal ein bisschen über die Stränge geschlagen. In dem Fall Touchdowns zu ausgiebig gefeiert, weswegen der Coach Matt Rhule gleich mal ein paar Strafrunden hat laufen lassen als Antwort. Also es ist überall noch nicht der Ernst der Lage angekommen, aber das wird schon noch. Mit Sicherheit wird es bei den Panthers auch vielleicht noch dazu ergänzend getradet von Cleveland für einen 2024er Fifth-Round-Pick, der zu einem Fourth-Round-Pick konverten kann, wenn er mehr oder 70% plus der Snaps in 2022 bekommt. Ja, also sollte das passieren, wird das nochmal ein bisschen schicker für die Browns. 3 Wochen später, nachdem Baker Mayfield, das war am 6. Juli, quasi unterschrieben hat, 3 Wochen später haben sie ihren Drittrunden-Pick, Matt Carroll, Carolina,
gesigned, 4 Jahre, 5,9 Millionen. Und sie haben ja noch Sam Darnold, ja, mit 18,8 Millionen für 2022. Wird spannend zu sehen sein, was sie jetzt mit diesem Überangebot an Hyper-Quarterbacks da machen. Ja. Wird sich zeigen. Ansonsten gab es nicht viel Neues. Robbie Anderson, ich habe letztens mal ein bisschen durchgeguckt, was er so auf dem Twitter-Kanal macht. Ja, viel philosophische Sachen, ja, viele kurze Statements, die er so rausbringt. Ja. Er möchte ja seinen Namen anders ausgesprochen haben. Ach echt? Ja, wie will er heißen? Robbie mit IE dann. Robbie? Robbie? Macht das irgendeinen Unterschied, wenn der Hit von Eric Harris kommt? Robin Poo. Keine Ahnung. Ja? Vielleicht auch eine direkte Folge, man weiß es. Man weiß es auch nicht. Okay. Robbie Anderson, I love you. Ja, ich muss das einfach mal sagen hier. Ja, es ist. Ja, freue mich schon. Auer Frage zu dem Thema Panthers Mayfield, die dazu passt und deswegen hier kurz mal angerissen. Und wir können sie auch wirklich nur kurz so kommentieren, weil wir tatsächlich auch nicht mehr darüber wissen. Es wird gefragt, was haltet ihr von der Strafe von Watson? Ja, nur nochmal für die, die es nicht mitgekriegt haben sollten. Die eine Richterin hat ihn auf 6 Spiele Sperre quasi verknackt, ja, und dann gab es von Seiten der NFL 3 Tage Zeit, da in Berufung zu gehen. Diese Chance wurde, ich glaube, keine 48 Stunden später gezogen, ja, und gerüchteweise spricht man wohl irgendwie von einem Jahrsperre. Man weiß es nicht, keine Ahnung, was da genau ist. Ich bin juristisch auch überhaupt nicht auf der Höhe und schon gar nicht mit dem amerikanischen System, was da jetzt genau wie, was und weiter ist. Ja, ich glaube, wir haben das Thema oft genug oder zumindest einmal richtig ausführlich besprochen. Jetzt schauen wir einfach mal, was die NFL sich da jetzt quasi oder was da jetzt im Endeffekt bei rauskommt. Nur zur Info, sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, soweit ich das mitgekriegt habe, wäre Watson auf jeden Fall spielberechtigt. Ja, also solange das Gerichtsverfahren läuft, weil wenn irgendwas von der NFL käme, ja, im Sinne von einem Jahr und die Browns klagen dagegen, ja, oder ziehen vor Gericht, dann ist diese 6 Spiele Sperre erstmal quasi wieder vom Tisch. Dann wird so lange, bis die Verhandlung vorbei ist, ist das spielberechtigt. Ja, also das sollte man wissen. Ja, also es kann durchaus sein, dass Watson im ersten Game, ja, im Übrigen Mayfield im ersten Game gegen seine Browns, ja, spielend. Ja, das wird auf jeden Fall ein schönes Spiel. In der Wilma im Übrigen, ja, bei uns beim Season Opener am 11. September auch zu sehen. Ja, unsere Panthers-Freunde werden mit dabei sein. Ja, ich habe sogar schon gehört, dass Jan, ja, Schubertzian am Überlegen ist, ob er nicht vielleicht auch zu uns kommt. Ja, die heilige Stätte verlässt zu Hause und sich das damit anguckt. Ja, wir planen gerade einen Season Opener in Berlin. Von daher sind die Falcons ja auf jeden Fall mit dabei. Ja, wir spielen ja gegen die Saints und das dritte Spiel sind die Patriots, glaube ich, gegen verdammt, das habe ich gerade nicht ganz auf dem Schirm, aber bleibt mal auf unseren Kanälen dabei, wer Bock in Berlin oder nach Berlin kommend wollend ist, also vorhat zu kommen. Ja, wir machen ein großes Fest. Wir sind schon bei über 40 Zusagen. Ja, also wer es schon kennt, die Wilma, da ist erstmal großes Highlight, großes Happening mit den ganzen Football-Fans. Ja, also so viel zu dem Thema. Ja, zu Watson. Mal schauen, was da jetzt noch bei rumkommt. Ja, gehen wir mal weiter. Wer möchte? Bucks oder Saints? Ich kann ja kurz anreißen. Reiß mal an. Buccaneers haben leider, wie auch immer, 2 fette Ausfälle in der O-Line mit Ryan Jensen und Tristan Wirfs. Ob beide, also ich glaube, Brian Jensen ist schon klar, dass er die Saison nicht mehr spielen kann. Bei Tristan Wirfs weiß ich es jetzt nicht genau, war aber auch eine größere Verletzung. Was natürlich echt schade ist für Brady. Kommt mir auch so eine Träne mit raus, wenn ich so drüber nachdenke. Aber, ja, aber dafür hat Brady eine neue Waffe gekriegt. Und zwar hat er den Hamstring gekriegt. Mike Evans hat sich verletzt, Hamstring. Ich glaube, der Name wurde vertauscht von den Reportern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Mike Evans ist. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es ein gewisser Julio Jones ist. Ja, aber der spielt ja nicht in Tampa. Also von daher kann es ja Julio gar nicht sein. Oder?
Haben sie den etwa geholt? Auch noch? Hat was? Den Russell Gage nicht gereicht von den Falcons? Oh nein, ich wirklich? Ich kann es nicht glauben. Doch, nein, Spaß beiseite. Julio Jones hat dort einen Vertrag unterschrieben, weil noch nicht genug Receiver vor Ort sind bei den Buccaneers. Man hat Angst, dass man nicht die 5 Receiver gleichzeitig aufs Feld kriegt, hat noch einen 6. geholt. Alles cool. Julio Jones wird seine 2,5 Spiele machen für die Buccaneers. Wird vielleicht auch den einen oder anderen Pass fangen. Schauen wir einfach mal, was passiert. Es ist ja wirklich gut zu sehen, dass die direkte Konkurrenz in unserer Division einfach unsere Talente wegkauft. Ja, mit Russell Gage haben sie uns geschwächt quasi. Und sie hatten Angst, dass Julio... Keanu Neal ist ja nicht auch dort irgendwie? Wer? Keanu Neal, auch ein First-Rounder, ja, wie Julio. Ja, und bei Julio hatten sie einfach die Angst, ey, der ist bei den Titans raus. Nicht, dass der zurück zu den Falcons kommt. Wir holen ihn mal lieber. Ja, 6 Millionen kriegt er auf die Hand. Ja, das wären dann pro Catch 2 Millionen. Ja, also nicht schlecht. Können aber nochmal achten. Kannst du das in Spielminuten umrechnen? 17 Sekunden. Ja. Nein, sind wir mal nicht so gehässig. Es gibt nämlich eine Auerfrage dazu. Julio zu den Bucks, gönnt ihr ihm den Ring oder gönnt ihr ihn nicht, da er zu den Rivalen ist? Ja, erstens, Moment, noch haben sie keinen Ring. Stopp. Also, lieber Fragensteller, nicht so schnell. Ja, reicht, dass die Buccaneers letztes Jahr oder vorletztes Jahr quasi geholt haben. Ja, muss ja nicht so sein, dass sie es jedes Jahr schaffen, nur weil Tom Brady wieder zurück ist. Ja. Das wird jetzt nämlich auch ohne seine O-Line ein bisschen schwieriger. Ja, mal gucken, was die da machen. Aber wie ist das? Gönnt man einem Julio jetzt einen möglichen Erfolg? Playoffs, denke ich mal, sind klar. Ja, also da werden die Bucks mit Sicherheit hinkommen. Aber wird das wie bei den Titans Playoffs erste Runde raus? Auf Wiedersehen. Und gönnt man Standpunkt. Ich hätte sie mehr gegönnt, wäre zu Matt Ryan gegangen. Hätte ich gesagt, ja klar, lass ihn noch den Ring holen. Aber dass er jetzt hier meint, er müsste nochmal bei den Buccaneers anheucheln oder wie auch immer. Ich bin in der vollkommen Egalität angekommen. Mir ist es egal. Egalität. Ja, ja. Damit meine ich nicht die Gleichheit in Frankreich, sondern mir ist es wirklich egal. Soll er machen, soll er nicht machen. Chris, du hattest angesetzt. Also ich gönne ihm es einfach nicht. Punkt. Verhalten ist was man einfach zeigen kann oder nicht zeigen kann. Und in dem Fall nehme ich ihm das halt immer noch übel, wie alles abgelaufen ist. Und in der Hinsicht bleibe ich auch konsequent bis zum Ende. Also von mir aus braucht er keinen Ring bekommen. Ja. Kann man natürlich jetzt von allen Seiten betrachten und sagen, Mensch, ja, und er sucht halt nochmal die Option, seine Karriere, die ja nun wirklich außergewöhnlich war, ja, 12.000 Yards, glaube ich, ist er mittlerweile, ja, in Verbindung muss man aber auch dazu sagen mit Ryan, ich würde da mit Ryan definitiv als großen Faktor auch sehen, abgesehen vom Riesentalent Julio Jones, müssen wir nicht drüber reden, ja, wir haben eine Menge bezahlt, ja, für den Trade damals. Ja, viele, viele Picks zu den Browns, da sind sie wieder. Ja, im Übrigen, keiner dieser Picks, die Browns gekriegt haben, hat in irgendeiner Form eingeschlagen. Also alles richtig gemacht. Danke, Thomas. Ja, das war einer deiner glorreichen Aktionen hier bei uns. Aber ja, schwierige Kiste mit Julio, also im Nachhinein. Ja. Kevin, unten hier aus Düsseldorf, unten meine ich, also unten im Bild. Du hattest auch kurz genickt, beziehungsweise wie ist dein Statement zu Julio? Gibt es ihn noch in deiner Welt? Oder? Ich habe noch 2 Bilder von ihm hängen in der Wohnung. Oh, okay. Also er existiert für mich noch. Es ist von mir der eigentlich egal. Ja, quasi. Es ist mir eigentlich egal, ob er jetzt einen Ring kriegt oder nicht. Eigentlich gönnt es den anderen Leuten im Team der Buccaneers weniger als ihm, aber schlussendlich will ich lieber eigentlich uns sehen als die Buccaneers nochmal in so kurzer Zeit. In so kurzer Zeit, stimmt voll. Jetzt müssen wir eine Entdeckung hier machen, ja, und den Überfan einmal mal hier ins Solo holen. Mit der Nummer 11, ja, Kevin. Stimmt, erzähl ja. Erzähl du noch mal, du bist ganz ruhig. Trikot an. Ja, ja, richtig. Dachtest du, ich habe es nicht gesehen? Nee, das ist schon richtig. Aber
was heißt, sie gönnen das? Mir das relativ egal. Er wird ja eh nur, wie Dominik auch richtig gesagt hat, 2,5 Spiele da machen. Wahrscheinlich dann noch die Spiele gegen uns zweimal. Ja? Genau. Wie soll es dann noch sein? Da ist er dann fit? Nee, aber. Also, und ich halte auch die Buccaneers nicht als Frontrunner für den Titel. Das haben wir jetzt auch mal abgesehen. Nee, glaube ich auch nicht. So, also. Soll er da seine 6 Millionen und einkassieren, ist auch in Ordnung. Ja, also es sieht so ein bisschen danach aus, als wenn er wirklich versucht, so auf Gedeih und Verderb, so mit dem letzten Zug noch irgendwie einen Ring zu kriegen. Ja, und ja. Geld wollte er, Geld darf er haben. Ja. Naja. Das wollte er tatsächlich. Gegangen, ne? Ja. Also wenn ich wirklich einen Ring haben will, dann gehe ich zu den Rams oder zu den Bills oder zu den Chiefs oder so, aber nicht zu den Bucks. Ja. Aber gut. Schwierig. Schwierig, glaube ich, für die Fans. Für die Falcons-Fans. Ich weiß gar nicht, wie das in Amerika rumgekommen ist. Ich habe es gar nicht jetzt mehr so im Blick jetzt gerade. Aber gut, jeder hat dazu seine Meinung. Im Übrigen, was seine Verletzungen angeht, die Statistik, glaube ich, auf dem Discord habe ich es gepostet gehabt, 62 Verletzungen gehabt in den letzten 10 Jahren. Ja, also das Höchste, was ich an Verletzungen irgendwie unter Receivern gesehen habe. Ja, ziemlich deutlich. Ja, das ist Davon müssen vielleicht mindestens 45 in den letzten 2 Jahren gewesen sein. Gefühlt auf jeden Fall. Gefühlt auf jeden Fall. Naja. Aber gut, wir gönnen ihm nichts Böses, aber man kann, denke ich, festhalten, es ist uns relativ wurscht. Es ist die Ex, ja, und über die Ex redet man dann sowieso nicht. Ja, man beschäftigt sich dann mit der Neuen. Wer ist die Neue? Drake? AJ? Ja. Felipe? Ja, Felipe wird richtig einschlagen dieses Jahr. Na gut. Was haben wir noch? Unsere ach, Kevin, du darfst die noch. Die goldenen Lilien oder was das heißt. Die das goldene Salatblatt. Ja, erzähl doch mal was zu denen. Im Caesars Tennis Stadium. Die haben ja richtig abgerissen, ne? Trevor Penning, First Round Tackle, der Ersatz für Terran Armstead, 3 Tage in Folge Rangelei im Training angefangen. Gefällt mir jetzt schon. Richtig Einsatz. Ja. Dann, was gibt's Besseres als Mr. Smoke Monday? Von mir noch vorgestellt, der Saints-Bettwäsche-Schläfer, ja. Wahrscheinlich raus aus der Season, hat sich verletzt. Ärgerlich. Blöd. Ja, okay, das ist wirklich ärgerlich. Mhm. Okay, man gönnt ihm das nicht, die Verletzung, aber für diejenigen, die es nicht wissen, große Klappe gehabt nach dem Signing. Atlanta Native sogar, ich glaube, der ist in Atlanta geboren sogar, hat für Auburn gespielt. Ja, Safety wurde vorgestellt von uns. Wir haben also gesagt, so komm hier, Georgia Native, du kommst zu uns und lalala. Ging dann aber undrafted zu den Saints und dann hat er auf Instagram, oder Twitter war das sogar, am Mercedes-Benz Stadium vorbei, nur gehatet und ich mache euch fertig und so weiter und so weiter. Ah, Mensch. Ja, also wie gesagt, die Verletzung gönne ich ihm jetzt nicht, aber Mensch, Smokey, ey. Und zum grünen Abschluss, was wären Saints News ohne, ne? Der ist schon wieder jemand aufgefallen. 6 Spiele Sperre, irgendwie so, weiß nicht, irgendwie Abuse von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich weiß es nicht, K1 Baker, der Wide Receiver, 6 Spiele. Als die wenn ersten, das normal wäre bei den Saints. Man weiß es nicht. Wirklich so. Man weiß es nicht. Aber Slantboy ist wieder zurück. Mhm. Michael Thomas. Für diejenigen, die es nicht wissen. Ich habe schon seine Trainingshighlights gesehen. Und? Geil. Es wurden tatsächlich Slants gepostet. Natürlich. Ja. Aber wir warten mal ab, wer nach 2 Jahren erstmal wieder auf dem Feld steht, weiß ich nicht. Aber Fuß in Ordnung bei ihm? Scheint so. Also sieht relativ rund aus, aber ich, wie gesagt, fast 2 Jahre ohne Spielerfahrung ist, glaube ich. Der Fuß sehr, sieht sehr, rund sehr aus, sehr verdammt. Ja, runder Fuß ist aber auch echt hinderlich. Ist echt gut. Kleiner Untergarnstümmel da unten dran. Ist, oh Gott. Vielleicht ist das so ein Pokémon extra Highlight. Ja. Um du das bist mal, richtig drin um das, im Fieber, ne? Um das mal abzuschließen hier. Ja, wir haben so angefangen, ja, und ich finde Highlight, ja, Ananas Smeralda, ja, für Dominik. Gut. Wir sind beim Ende angekommen. Wie versprochen, 49 Minuten, ja, wir sind wieder, haben uns wieder kurz gehalten. So. Wir halten unsere Versprechen und bleiben immer exakt an den 45 Minuten hängen. Ja, von daher, nee, war schön. Ich weiß nicht, ich glaube, vom Chat ist jetzt weiter nichts.
Ja, deswegen, wenn von euch nichts weiter ist und ihr auch nichts weiter habt, wir haben tatsächlich alle Auer-Fragen durch. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ja, das war überwältigend. Ja, deswegen gerne wieder nächsten Montag dabei sein. Und mal gucken, dann haben wir das erste Preseason-Game gesehen. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Wie viele Touchdown-Pässe Felipe Franks gefangen hat. Ja, Grüße kommen hier vom Benson. Ach Mensch, der Benson. Benson, Südbrandenburg, Cowboys-Fan. Ein Cowboys-Fan, der hier uns zuguckt. Ja. Grüße gehen zurück, Benson. Vielleicht sehen wir dich mal wieder in der Wilma. Ja, hat sich damals auch auf den Weg gemacht. Ja, im Übrigen kenne ich ihn über Madden Mobile. Ja. Geiler Typ. Geiler Typ. Super, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal von Fatih aus Albanien. Ja. Großartig auch, dass da die Grüße herkommen. Nee, habt ihr noch irgendwas? Nichts weiter, oder? Ist doch wieder schön, dass es losgegangen ist, oder? Hat gereicht, die Sommerpause, oder? Definitiv. Schön wird es Freitag auf Samstag. Endlich mal wieder. Ja. Freitag auf Samstag. Kommt zu uns auf den Discord, da könnt ihr live quatschen. Ihr müsst auch nicht mit Bild dabei sein, wir sind sowieso meistens Ton, oder? Ist ein reiner Voice-Channel. Ja. Ja. War das so meistens, genau. Nur Voice. Ja. Ja. Nur Voice. Genau, und wir haben natürlich auch den Game Day Channel, da kann man dann reintippen, wenn man möchte. Ja, beides bei uns möglich. Im Linktree unten einfach mal durchgehen. Ja, für alle, die den Linktree noch nicht kennen, der sieht dann so aus, nur dass ihr es einmal gesehen habt. Ja, Atlanta Falcons Germany dahinter quasi so, und dann könnt ihr hier einmal durchgehen, was alles bei uns so geht. Ja, einmal gerne mal angucken und uns joinen, wie es so schon heißt. Gut, großartig. Machen wir unsere Abschlussübung. Ja. Schön Schultern zusammen, ja, Mittelfinger gehen aufeinander zu, Ellenbogen werden abgespreizt und dann in bester AJ Terrell Manier Incomplete Pass, Ellenbogen strecken, ja, das Mantra, unser Mantra, ja, zu jedem Abschluss für den besten Cornerback in the Universe, AJ Terrell. Ja, schön, dass du ein Falcon bist. Ja, so sieht es nämlich aus. Großartig, schön, dass ihr dabei wart. Ja, schön, dass wir wieder mit euch hier talken konnten. Es war uns ein Fest, auch wenn es vielleicht ein bisschen holprig war. Aber wir kommen auch in den Flow. Ja, keine Sorge, wir spielen die Preseason definitiv durch und lassen nicht irgendwelche Ersatzleute spielen. Ja, also Arthur Smiths Philosophie haben wir schon längst umgesetzt. Ja, also bleibt gesund, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Atlanta Falcons Germany live auf YouTube. Rise up, Leute. Bis dann. Bye, bye. Rise up.